Heute richten wir gemeinsam dieses Aquarium hier ein. Wird ein ganz einfaches Naturaquarium, was perfekt für Anfänger ist, aber natürlich auch für fortgeschrittene Aquascaper. Willkommen, mein Name ist Bachi. Heute geht es wie gesagt um das 60p hier, also ein 60 cm Aquarium. Das Aquarium ist ein ADA 60p, also 60 cm breit, 30 tief und 36 hoch. Die Aquariumgröße finde ich perfekt für Anfänger. Es gibt noch ein paar 60ps mit ein bisschen mehr Tiefe, zum Beispiel von Liquid Garden. Das 60p hat 36 cm Tiefe, kann ich euch auch sehr empfehlen. Dann hat man noch ein bisschen mehr Spiel, um das Ganze einzurichten. Das Ganze steht auf einem Liquid Garden Premium Cabinet, ein sehr hochwertiger Unterschrank. Das ist so eine Mischung, also das Aquarium und der Unterschrank sind ziemlich teuer. Aber die Lampe, was ich hier benutze, ist relativ günstig. Und zwar ist die Twinstar B-Line, und zwar die zweite Version, das neue Modell. Das ist eine Lampe, die gar nicht so stark ist, aber für so ein Aquarium, was ich jetzt machen werde, mit ziemlich viel Easy-Pflanzen, komplett ausreichend. Die macht ein sehr schönes Licht, auch eine RGB-Lampe, was vor allem sehr wichtig ist für eure Pflanzen. Pflanzen brauchen nicht nur das Licht, was man mit den Augen sieht, sondern halt ein anderes Farbspektrum, und das macht die Lampe echt gut, dass die Pflanzen da auch gut wachsen können. Dann habe ich hier noch im Hintergrund ein Effektlicht, und zwar einen Light Ground. Das ist eine beleuchtete Rückwand, das braucht man auch nicht unbedingt. Sonst benutze ich auch oft eine Milchglasfolie. Der helle Look macht das Aquarium einfach, finde ich, ein bisschen größer und lasse es ein bisschen offener und heller wirken, als jetzt zum Beispiel eine schwarze Folie. Kann man aber natürlich auch machen. Oder halt eine beleuchtete Rückwand. Was ich jetzt ganz vergessen habe, ist eine Unterlagmatte. Also zwischen Aquarium und Unterschrank benutze ich immer Unterlagmatten, in dem Fall von ADA. Geht aber auch in eine andere, einfach um das Aquarium so ein bisschen zu schützen, damit irgendwelche kleinen Unebenheiten ausgeglichen werden und das Aquarium so ein bisschen abgeschirmt ist vom Unterschrank. Um den Rest der Technik, also Filter und so, CO2 und so weiter, würde ich sagen, kümmern wir uns später. Jetzt geht es um den spannenderen Teil, nämlich um die Einrichtung. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe das Hardscape schon bei Liquid Nature rausgesucht und schon mal vorgebaut. Also wenn ihr ein Aquarium einrichten wollt, dann ist am besten, wenn ihr euch vorher mal so grobe Gedanken macht, was ihr so in etwa haben möchtet. Ich mache das meistens so, dass ich mir einfach andere Aquarien anschaue, im Internet, irgendwelche Bücher, schaue mir durch, was gefällt mir so und wie möchte ich da mein Aquarium einrichten. Es gibt so ein paar verschiedene Einrichtungsstile, so Nature-Style, Diorama-Style, und für den Anfang würde ich euch auf jeden Fall ein Nature-Style-Aquarium empfehlen. Also viele Pflanzen und nicht ein zu aufwendiges Hardscape, weil das sonst einfach viel zu kompliziert wird für den Anfang. Es gibt dann ein paar verschiedene Formen, wie man das machen kann. Zum einen, so wie ich sie habe, ein Inselscape. Oder einen Farscape, also das links und rechts hoch ist und in die Mitte dann zusammengeht und in der Mitte mehr so ein offener Bereich ist. Oder einen Triangle-Scape, also von der einen Seite hoch, auf der anderen Seite niedrig. Oder andersrum sind so die Hauptarten, wie man es machen kann. Ich habe mich jetzt hier für ein Inselscape entschieden, weil es ja so in der Mitte steht vom Raum und ich auch von den Seiten ein bisschen hinsehe. Oft ist es so, wenn man das Aquarium zum Beispiel von vorne und von einer Seite sehr stark sieht, dann bietet sich so ein Dreieckscape, was auf der einen Seite hoch ist und auf der einen Seite, wo man auch hinsieht, niedrig ist, richtig gut an. Aber es ist auch ein bisschen Geschmackssache. Als Hardscape habe ich hier zum einen schwarze Lava, also ein Lavastein in schwarz, wie der Name schon auch sagen lässt. Da ist der große Vorteil, dass der Stein wasserneutral ist. Also wenn ihr euch für Steine entscheidet, würde ich euch immer zuerst mal empfehlen, nur eine Steinart zu nehmen, weil das Ganze dann einfach schöner wirkt, wenn ihr nur eine Steinart im Aquarium habt. Und dann kann man auch noch darauf achten, ob der Stein wasserneutral ist oder euer Wasser aufhärtet. Und ich benutze mittlerweile lieber Steine, die das Wasser nicht aufhärten, weil das einfach vieles einfacher macht. Vor allem, wenn man Leitungswasser benutzt und eh schon relativ hartes Wasser hat, ist es nicht so ideal, wenn man dann auch Steine benutzt, die hier aufhärten. Weil die meisten Pflanzen, was wir hier verwenden in Aquascapes, in Pflanzenaquarien, brauchen eher weiches Wasser und wachsen mit weichem Wasser besser als mit hartem. Also schwarze Lava zum Beispiel ist sehr gut, weil sie wasserneutral ist und weil sie ein sehr poröses Material hat und sich darin auch viele Bakterien ansammeln können und bilden können. Das hat nochmal einen extra Vorteil an schwarzer Lava und dazu ist sie auch nicht so schwer. Da braucht man auch nicht so viel Kilo für so ein Aquarium. Hier habe ich jetzt in etwa so 4 Kilo benutzt. Ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil jeder Stein ist ein bisschen unterschiedlich. Manche Steine sind schwerer, manche leichter. Ich würde euch da immer empfehlen, mehr Steine einzukaufen.
damit ihr ein bisschen Spiel habt. Also wenn ihr einen Laden bei euch in der Nähe habt, wo ihr alles kaufen könnt, ist es natürlich am besten, weil dann könnt ihr im Laden schon mal ausprobieren. Viele Läden haben auch so ein Dojo, zum Beispiel wie bei Liquid Nature, wo man das Ganze schon mal aufbauen kann. Dann kann man schon besser schauen, wie viele Steine braucht man jetzt dafür. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr auch bei Liquid Nature bestellen und entweder beim Bestellkommentar dazu schreiben, was ihr in etwa haben wollt. Oder wenn ihr was genaueres sucht, einfach vor eine E-Mail schreiben mit euren Vorstellungen, was ihr in etwa haben wollt, welche Materialien, welche Mengen in etwa und wie das Ganze ausschauen soll, am besten mit Fotos. Dann bekommt ihr ein Einrichtungsbeispiel zugeschickt und dann könnt ihr auch genau das bestellen, was dann auf den Fotos zu sehen ist. Dann neben den Steinen habe ich noch Driftwood und da haben mich schon ein paar Leute gefragt, was für Holz das ist und das ist ganz normales Driftwood. Driftwood gibt es in vielen verschiedenen Formen und Strukturen. Da muss man ein bisschen schauen, manche Stücke sind ein bisschen glatter, manche mehr zerklüftet. Und da würde ich euch immer empfehlen, dass ihr euch Stücke sucht, die zusammenpassen, was eine ähnliche Struktur haben. Ich benutze Driftwood sehr gerne, weil das ziemlich hart ist und sehr lange unter Wasser hält. Nicht so viel Färbung abgibt ins Aquarium, das ist ein bisschen unterschiedlich. Manchmal färbt das mehr, manchmal weniger. Von den Mengen habe ich jetzt in etwa so 4 Kilo Driftwood, glaube ich, und 3 Kilo schwarze Lava. Aber wie gesagt, das ist halt immer ein bisschen unterschiedlich. Manchmal liegen Stücke mehr, manchmal liegen Stücke weniger. Jetzt würde ich sagen, räumen wir das Ganze nochmal leer, damit wir anfangen können. Ist halt alles, wie gesagt, erstmal reingelegt. Ich habe hier richtig schöne Stücke rausgesucht, die richtig schön zerklüftet sind und richtig schöne Strukturen haben. Ich glaube, das Stück hatte ich noch zu Hause. Aber den Rest habe ich bei Liquid Nature gekauft. Ich habe aber alles nur vom Laden genommen. Also oben im Laden gibt es halt so Boxen mit Hardscape und im Keller ist noch viel mehr und da wäre halt noch viel mehr Auswahl. Ich habe aber alles eigentlich nur aus dem Laden rausgesucht und habe da die ganzen schönen Stücke gefunden. Also habe ich da auch nicht irgendwie lange nachgesucht, sondern ging eigentlich ziemlich schnell, als ich das Ganze rausgesucht habe. Ich weiß auch noch nicht, ob ich alles davon verwende, weil es schon ziemlich viel Holz ist. Also vielleicht benutze ich nicht alles davon, aber wie gesagt, lieber ein bisschen mehr haben, als wenn man nachher dann zu wenig hat und das Aquarium nicht fertig einrichten kann. Dann haben wir jetzt das leere Aquarium, das ist auch schon ein paar Jahre alt. Ich habe das schon ein paar Mal benutzt, sind also schon ein paar Kratzer drinnen, ist aber gar nicht schlimm. Dann starten wir mal mit dem Bodengrund und da gibt es, finde ich, ein paar verschiedene Herangehensweisen. In dem Fall möchte ich vorne auch Soil haben und hinten Soil, deshalb fange ich gleich an, Soil einzufüllen. Wenn ich jetzt zum Beispiel vorne Sand haben möchte oder ein sehr massives Hardscape habe, dann fange ich vielleicht auch schon mit dem Hardscape an, damit ich halt zuerst mal schon so eine Barriere bauen kann, damit der Soil hinten ist und nur der Sand vorne. Also das muss man sich vorher so ein bisschen Gedanken machen, wie man anfängt. In dem Fall ziemlich easy, fangen wir einfach mit dem Soil an. Ich habe jetzt hier einen Sack von den Oasis Scaper Soil in der dunklen Form. Hier werde ich das Ganze jetzt nicht so hoch aufschütten, deshalb benutze ich nur Soil. Wenn ich jetzt einen Bodengrundaufbau mache, wo das Ganze höher wird, vor allem höher als 10 cm, dann benutze ich noch drunter ein bisschen Volcano Mineral. Aber Volcano Mineral ist wasserneutral, hat aber den großen Vorteil, dass es ziemlich porös ist und dafür sorgt, dass der Bodengrund besser durchflutet werden kann. Aber wenn ich nicht so hoch aufschütte, benutze ich mittlerweile lieber nur Soil, weil Soil hat halt viele Vorteile, dass es das Wasser stabilisiert, also den pH-Wert stabilisiert der Soil, speichert Nährstoffe, senkt die Carbonathärte und dadurch läuft das Aquarium einfach stabiler. Deshalb benutze ich mittlerweile, wenn ich Aquarien anrichte, die nicht so eine hohe Aufschüttung haben, den Soil pur, ohne was drunter zu schütten. Fangen wir mal mit ein bisschen weniger an, richten uns das mal ein bisschen aus und bringen es in etwa in die Form, wie das nachher sein soll. Also in dem Fall vorne niedriger, vorne auch wirklich um einiges niedriger. Es kommt nachher noch eine dünne Schicht Powder Soil drauf und dann soll das Ganze nicht zu hoch werden. Also die vordere Schicht soll vielleicht so 2 Finger breit werden, sodass man noch gut Pflanzen einsetzen kann, aber es nicht zu hoch wird, weil sonst wirkt das Aquarium einfach kleiner. Und deshalb lieber weniger vorne. Weil meistens ist es eh so, dass der Soil von alleine nach vorne rutscht, während wir einrichten. So grob reicht, muss nicht perfekt sein, aber dass man halt mal schon eine grobe Struktur hat und schon mal anfangen kann mit dem Hardscape. So in etwa weiß ich ja schon, wie es werden soll und habe schon ein bisschen mit den Steinen herumprobiert. Deshalb platzieren wir mal die ersten Steine. Ich fange ja immer mit den größten Elementen an, also mit den größten Steinen und dann auch mit den größten Wurzeln, weil die müssen mal passen und dann passen die kleineren Stücke noch eher dazu und die kleineren kann man auch eher ein bisschen anders platzieren. Wenn man aber zuerst mit den kleinen Steinen und kleinen Wurzeln anfängt, haben die großen dann gar keinen Platz mehr. Deshalb fangen wir einfach mal an. Wichtig dabei ist jetzt vor allem bei den Steinen, dass man die nicht zu niedrig macht,
weil es kommt dann nachher noch ein bisschen Soll dazu. Also wenn jetzt hier Stein ist, kommt vielleicht noch eine kleine Schicht Soll dazu. Und wenn dann noch ein Bodendecker eingepflanzt wird, dann ist nochmal so 1-2 cm vor dem Stein weg. Deshalb muss man das ein bisschen mitbedenken, dass man das Hardscape nicht generell zu niedrig baut. Vor allem die Steine, das passiert ziemlich oft, dass man die halt jetzt baut, damit sie gut ausschauen. Danach kommen die Pflanzen und man sieht keinen einzigen Stein mehr. Das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen, dass halt noch Pflanzen dazu kommen und ziemlich viel vom Hardscape verdecken werden. Um den ganzen Aufstieg nach hinten in die Mitte der Insel noch machen zu können, mache ich halt so eine Barriere mit den Steinen, damit das wie so eine Terrassenform ist. Also jetzt hier hinter den Steinen, kann der Soil ein bisschen höher geschichtet werden als jetzt hier vorne. Wenn ich einfach nur einen Hügel mache, wird der auf Dauer dann gerade werden und das Ganze wird dann nicht so in der Form bleiben. Also mit den Steinen sorgt man auch dafür, dass das Ganze in Form bleibt. Dann hier, das ist die größte Wurzel. Ich habe für das Aquarium auch eine Inspiration von einem Aquarium, was ich schon mal eingerichtet habe. Und zwar war ich letztes Jahr bei Denner Plants zu Besuch und habe ein Aquarium für die Inter zu eingerichtet. Es war auch so ein Nature-Style-Aquarium, so eine Insel. Und daran inspiriere ich mich jetzt für das Aquarium, also es wird so ähnlich. Aber natürlich wird es anders werden, weil es halt andere Wurzeln sind. Und dann fange ich mal an. Bei dem Prozess hier beim Hardscape bauen würde ich euch empfehlen, immer sehr viel Zeit zu lassen. Also wenn ihr alles einkauft, dann lasst die Pflanzen nochmal weg und kauft alles nur, um das Hardscape fertig zu bauen. Und lasst euch da ein paar Tage Zeit, baut immer ein bisschen herum, schaut, wie euch das gefällt und dann ändert wieder Sachen, damit ihr dann wirklich happy damit seid. Weil wenn ihr das schnell baut, bepflanzt, kommt ihr vielleicht nachher drauf, dass euch Sachen nicht so gefallen und dann später ist es schwierig, Sachen zu ändern. So, dann immer mit Steinen stützen. Und oft muss man wirklich mehrmals Steine rausholen, wieder reinlegen, anders drehen und schauen, wie es halt dann am besten passt. Was man immer vermeiden sollte, sind so gerade Linien. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel die Wurzel reinlegt, dann legt ihr nicht so rein, sondern leicht schräg. Am besten vielleicht auch nach vorne leicht schräg. Dann schaut es einfach viel interessanter aus. Man hat hier noch Schatten, die noch wichtig sind. Also schaut da, dass es nicht halt zu linear ist, nicht zu gerade Linien. Also einfach immer ein bisschen geneigt, damit auch Schatten entstehen, damit das Ganze interessanter ausschaut. So, ich bin ziemlich happy mit dem Ergebnis bis jetzt, also ein paar Sachen müssen noch ausgerichtet werden, aber das geht natürlich jetzt nicht, wenn ich es nicht verklebe. Also ich verklebe immer all mein Hardscape, zum einen, weil es sonst nicht hält, zum anderen wird das Holz schwimmen und wenn ich jetzt zum Beispiel die Scheiben reinige und ich komme irgendwo an, wird das Ganze umfallen und nicht halten. Deshalb verklebe ich mein Hardscape immer und dafür benutze ich zum größten Teil flüssigen Sekundenkleber und Wattepads, in dem Fall jetzt den Planescaper Liquid und halt ganz normale Abschmink-Wattepads. Noch eine Pinzette, mit der ich die Wattepads klein mache. Dann kommt ein kleines Stück zwischen Holzwurzel oder zwischen Wurzel-Wurzel. Und dann beträufle ich das mit Kleber, mache noch ein bisschen Soll drüber, damit es ein bisschen abgedeckt ist und schöner ist. Dann reagiert das miteinander und hält ziemlich gut. Zusätzlich benutze ich dann noch den Aquafix Polyglue von Microblift. Gibt es auch eine größere Tube. Und damit verklebe ich dann zusätzlich noch das Holz mit den Steinen. Manchmal ist es so, dass es mit dem Sekundenkleber nicht so gut auf den Holz hält, beziehungsweise sich das Holz ein bisschen ausdehnt. Und da benutze ich noch zusätzlich den Kleber hier, so einen Kautschukkleber. Damit hält es dann nochmal besser und das werde ich jetzt machen, da lasse ich mir auch Zeit. Richte dann nochmal alles genauso aus, wie ich es haben möchte. Also zum Beispiel die Wurzel hier hält nicht so genau, wie ich sie jetzt gern hätte. Jetzt steht sie noch an der Scheibe an. Ich will aber natürlich ein bisschen einen Spalt lassen, damit ich noch gut die Scheibe reinigen kann. Deshalb würde ich sagen, starten wir gleich mal. Also das Verkleben ist genau der Schritt oder kurz vorm Verkleben, wo man sich am besten die meiste Zeit lässt. Vielleicht ist es den einen oder anderen gerade jetzt aufgefallen, es hat sich ein bisschen was geändert. Ich habe angefangen einen Teil zu verkleben, habe dann wieder eine Pause gemacht, habe mir das Ganze von weiter weg angeschaut und habe mich dazu entschlossen, dass ich ein, zwei Wurzeln wieder anders platziere.
und das würde ich auch immer empfehlen. Ich habe das jetzt innerhalb von 3 Stunden gebaut, das Hardscape, aber besser ist, wenn man sich einfach noch mehr Zeit lässt, vor allem wenn man das noch nicht so oft gemacht hat. Ich bin jetzt schon ganz zufrieden, also es ist alles verklebt, also wenn man schaut, es ist alles fest. Also alles ist miteinander verbunden und nichts bewegt sich mehr. Also so ist es am besten, also einfach immer ein bisschen wackeln und wenn alles fest ist, dann passt das. Jetzt füllen wir noch ein bisschen mehr Säule an. Zuerst hier vorne ist mir fast noch ein bisschen zu viel Säule, das kommt jetzt noch ein bisschen nach hinten. Nach rechts und links hinten darf ruhig ein kleiner Anstieg sein, aber soll nicht zu hoch sein, damit das Ganze so eine Insel bleibt. Wenn man jetzt das Ganze mit Sandbereich machen wollen würde, würde ich noch gar keinen Bodengrund einfüllen, also den ganzen Soll weglassen, dann den Aufbau machen, so wie er jetzt ist, also mit den Steinen und den Wurzeln und dann von hinten mit so Watte, mit so Filterwatte abdichten. Dann kann man hinten den Soll einfüllen und der rutscht nicht nach vorne und danach vorne den Sand. Also dann direkt das Hardscape auf den Boden, also auf die Glasscheibe aufbauen, vielleicht auch noch mit der Glasscheibe verkleben, damit auch nichts verrutschen kann und dann halt von hinten abdichten, dass es wirklich ein Damm ist, wo nichts durchkommt. Noch so ein paar Tipps zum Hardscape, also ich versuche immer so Formen zu finden, also zu Wurzeln, die sich über die Steine schlängen, dass es so aussieht, als ob die Wurzel so über den Holz gewachsen ist. Also so wie hier zum Beispiel, die Wurzel ist genauso um den Stein herum, damit das relativ natürlich aussieht. Also das sind so ein paar Sachen. Dann habe ich halt lauter Äste, die so immer in die verschiedenen Richtungen gehen. Ich habe eine große Insel, die aber so aufgeteilt ist mit 2 Seiten. Hier ist so ein kleiner Spalt. Ich weiß noch nicht genau, welche Pflanze im sehr niedriger wähle. Ich habe so 2 ähnliche Strukturen links und rechts. Die eine ist ein bisschen größer, ein bisschen dominanter und die rechte ist ein bisschen kleiner, aber so ähnlich von der Struktur wie die andere Seite. Jetzt füllen wir noch mehr Säule an, damit hinten die Insel gefüllt ist. Also ich würde sagen, so in etwa 8 Liter Säule habe ich jetzt in dem Aquarium. Jetzt machen wir noch alles gerade. Man kann dazu auch einen Pinsel nehmen oder irgendein anderes Stück Karton oder so. Dann kommt jetzt der Powdersoll. Powdersoll ist einfach eine kleinere Körnung von dem normalen Aquariumsoll. Und der sorgt zum einen dafür, dass die ganze Schicht so ein bisschen abgedichtet ist, also dass der ganze Mulmfischkot nicht so leicht in den Boden sickern kann, damit der ganze Bodengrund auf Dauer gesünder ist. Und man kann Pflanzen ein bisschen leichter einpflanzen, vor allem kleiner Bodendecker, ganz feine Pflanzen halten ein bisschen besser im Powder. Und da kommt jetzt überall so eine Schicht von einem Zentimeter knapp drauf. Also streuen wir einfach mal überall drauf. Das jetzt in dem Fall von Tropica, weil von Oase gibt es kein Powdersoll. Hatte ich auch schon länger zu Hause. Und ich benutze eigentlich meistens immer den Oase oder den Tropica-Soll. Ich kaufe immer den, der gerade günstiger ist. Und damit sind wir mit dem Hardscape fertig. Also ich bin sehr zufrieden damit, mir gefällt es ganz gut. Ich habe versucht, es einfach zu halten. Ist jetzt doch schon ein bisschen aufwendiger geworden, als eigentlich der Plan war. Zuerst hatte ich ja sogar noch eine Wurzel mehr und es war mir ein bisschen zu voll. Ich wollte jetzt schauen, dass ich hinten noch mehr Platz habe für Pflanzen, damit auch genug Pflanzen reinpassen. Ganz wichtig ist, wenn euer Hardscape baut, ist, dass es nicht zu klein wird, dass ihr auch wirklich das ganze Aquarium ausnutzt. Also wirklich bis nach ganz oben, bis nach vorne und bis zu den Seiten, dass ihr da wirklich den ganzen Platz für euer Hardscape ausnutzt. Weil wenn dann die Hälfte oben leer ist, dann ist es ziemlich schwierig, das mit Pflanzen zu füllen. Oder wenn dann generell auch, wenn es gepflanzt ist, die obere Hälfte leer ist, dann schaut das einfach nicht so gut aus, wie wenn das Aquarium wirklich bis oben hin und bis nach vorne voll ist mit Hardscape. Man kann auch große Bereiche haben, die frei sind, wenn das gewollt ist. Auch hier könnte man einfach mehr Platz haben, was frei ist. Aber so generell würde ich euch empfehlen, das Aquarium ziemlich voll zu machen. Auch jetzt hier die Steine. Die Steine werden ziemlich untergehen bei den Layouts. Man sagt zu so einem Layout-Stil auch Ryoboko-Style. Ryoboko heißt ein Naturaquarium mit dem Hauptfokus auf Wurzeln und die Steine sind nur so ein bisschen unterstützend. Aber man kann auch einfach Naturaquarium dazu sagen oder Inselscape. Es gibt jetzt 3 Möglichkeiten, würde ich sagen, wie man jetzt weitermachen kann. 2 davon würde ich euch empfehlen, eine nicht unbedingt. Das eine, was ich euch nicht unbedingt empfehlen würde, wäre der Dry Start. Macht nur in gewissen Fällen Sinn. In den meisten Fällen macht ein Dry Start nicht so wirklich Sinn. Man kann jetzt das Aquarium ganz normal starten, also jetzt dann einfach bepflanzen, alles nass sprühen, damit alles nass ist, der ganze Bodengrund. Und dann die Pflanzen einsetzen. Ganz wichtig ist, wenn man es dann so macht, dass man regelmäßig Wasserwechsel macht. Also so 3-mal die Woche in den ersten 2 Wochen. Dann kann man auf 2-mal in der Woche rübergehen und dann so nach 5 Wochen 1-mal die Woche.
einfach um die ganzen überschüssigen Nährstoffe rauszuholen. Der Soil gibt am Anfang ziemlich viel Nährstoffe ab und wenn die ganzen Pflanzen noch nicht eingewachsen sind und sich erst so etablieren müssen, verbrauchen sie auch noch nicht so viel Nährstoffe und dann hat man einen Überschuss und das führt dann sonst zu Algen. Und wenn dann viele Algen kommen, dann können die Pflanzen wieder schlechter wachsen und dann dauert das Ganze einfach noch viel länger, bis es wirklich stabil läuft. Eine Sache, die ich mittlerweile ziemlich gerne mache, ist der Dark Start. Also vielleicht habt ihr davon schon gehört, ich habe dazu auch schon Videos gemacht. Das heißt, man befüllt das ganze Aquarium jetzt mit Wasser, dann schließt man den Filter an und lasst das Licht ausgeschalten, also dunkel. Das mache ich dann in etwa so für 4, 5, 6 Wochen. Ich mache das immer ein bisschen abhängig von dem Holz. Am Anfang bildet sich auf dem Holz immer so ein Bakterienrasen. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Bei Driftwood ist es manchmal nicht so schlimm. Bei Spiderwood zum Beispiel ist es ziemlich viel. Und das ist je nach Holzart ein bisschen unterschiedlich, aber halt auch immer nicht ganz gleich. Während dem Darkstart mache ich dann einmal die Woche einen Wasserwechsel und sauge auch immer den Bakterienrasen ab. Der Bakterienrasen ist auch nicht so gut für manche Pflanzen, also die ganzen Aufsetzerpflanzen vertragen den nicht so und manche Stängelpflanzen mögen den auch nicht so. Und dann kann es sein, dass ein großer Teil der Pflanzen wegschmilzt. Also vor allem, wenn ich Holz benutze, mache ich immer, wenn es geht, einen Darkstart. Der einzig wirkliche Nachteil von dem Darkstart ist, dass das Aquarium erstmal dunkel ist. Also wenn das vielleicht das erste Aquarium ist und hat das gerade eingerichtet, dann kann man schon gar nicht mehr abwarten, dass endlich Pflanzen reinkommen und dann noch vielleicht schon die ersten Tiere dann später. Aber ich kann euch echt empfehlen, macht einen Darkstart, das macht einfach alles einfacher. Also erspart euch auf jeden Fall einige Wasserwechsel und das Aquarium läuft viel stabiler. Das werde ich jetzt auch machen. Also ich werde das Aquarium befüllen, dann den Filter anschließen. Ich habe hier einen Oase Biomaster 350. Der ist ein bisschen überdimensioniert, ein Oase Biomaster 250 würde auch gut reichen. Also hier empfehle ich mir den Filter so zu nehmen, dass er in etwa das 10-fache von den Aquariumvolumen pro Stunde umsetzt. Also bei einem 60 P so in etwa mit 600 Liter. Der Oase Biomaster macht so um die 1000. Zum einen das, was beim Filter angegeben ist, stimmt sowieso nicht so wirklich. Also es ist immer nur ohne Filtermaterial und ohne Schläuche, also wirklich nur die Pumpenleistung selbst, aber nicht das, was der Filter annähernd umsetzt. Und zum anderen habe ich auch Schlauchreduzierstücke verbaut, weil der Oase Biomaster hat 16, 22 mm Schläuche und das wird bei einem 60 P einfach nicht so gut ausschauen. Ich habe hier Glasien und Auslässe mit 12, 16er und da halt die Schläuche runter reduziert. Das reduziert auch nochmal so wirklich so ein bisschen den Filterdurchfluss. Aber trotzdem würde ich sagen, der Oase Biomaster 250 wird vollkommen reichen. Der Oase Biomaster hat einen Vorfilter integriert und einen Heizstab. Ist ganz praktisch, dass man nicht irgendeinen extra Heizstab in ein Aquarium braucht oder einen Durchlaufheizer. Der Vorfilter ist ziemlich praktisch zum Reinigen, also zum Rausholen. Der einzige Nachteil vielleicht ein bisschen ist, dass der Filter nicht der allerleiseste ist. Also das finde ich ein bisschen lauter. Wenn ihr einen richtig leisen Filter haben wollt, kann ich euch den Aquarell Ultramax 1000 empfehlen für das 60p. Habe ich hier bei den anderen Aquarium und der ist wirklich sehr leise. Hat auch einen Vorfilter, hat aber keinen integrierten Heizstab. Wenn ihr einen Außenfilter haben wollt, der ein bisschen günstiger ist, dann kann ich euch den JBL Crystal Profi 902 empfehlen. Der hat keine extra Features, keinen Vorfilter, keinen Heizstab. Und ich würde euch auf jeden Fall den 902 für den 60p empfehlen, einfach um noch ein bisschen mehr Power zu haben. Die hohe Filterleistung ist dazu da, damit wirklich alles schön durchströmt wird. Vor allem, wenn man so große Hardscape-Aufbauten hat, ist es wichtig, dass überall viel Strömung ist, dass überall viel Nährstoffe hinkommen und dass CO2 überall hinkommt, aber auch, dass sich nirgendwo Mulm ansammelt. Das ist sonst ein großes Problem, dass sich irgendwo Stellen bilden, wo sich viel Mulm absammelt und dann läuft das Aquarium auf Dauer nicht so gut. Also in sein Aquascape möchte man so wenig Mulm wie möglich haben und deswegen ist es besser, wenn man da einen stärkeren Filter oder einen größeren Durchfluss hat, damit alles schön aufgewirbelt und durchströmt wird. Ganz kurz noch zur Beleuchtung, also falls ihr euer Aquarium dann normal startet und gleich bepflanzt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das Aquarium nur 6 Stunden pro Tag zu beleuchten. Auch nach dem Darkstart mache ich das so. Mittlerweile muss ich sagen, mache ich das eigentlich bei allen meinen Aquarien, sodass sie auf Dauer auch nur 6 Stunden pro Tag beleuchtet sind. Dadurch laufen die einfach stabiler und ich brauche ein bisschen weniger Strom. Wenn ihr aber dann wollt, dass das Aquarium länger am Tag leuchtet, dann würde ich euch empfehlen, so nach 5-6 Wochen, wenn vielleicht schon die ersten Tiere dann eingezogen sind, dass ihr dann langsam die Beleuchtungszeit erhöht. Aber erst wenn halt wirklich schon alles gut etabliert ist, wenn alle Pflanzen gut eingewachsen sind und auch schon die meisten Tiere eingesetzt sind, dann langsam die Beleuchtungszeit erhöhen. Und ich würde euch empfehlen, die Beleuchtungszeit nur maximal auf 8 Stunden zu machen. Dann zum CO2. Während dem Darkstart brauchen wir natürlich noch kein CO2, weil noch keine Pflanzen im Aquarium sind. Später dann, wenn aber Pflanzen in das Aquarium kommen, brauchen wir auf jeden Fall auch CO2. Also es gibt auch Aquarien, die ohne CO2 funktionieren, beziehungsweise Pflanzen, die ohne CO2 funktionieren, beziehungsweise mit sehr wenig CO2 wachsen können.
CO2 ist in jedem Aquarium, nur halt in nicht so hohen Mengen. Und in so ein Aquascape bzw. Pflanzenaquarium wollen wir den idealen Pflanzenwuchs haben, dass die Pflanzen wirklich richtig schön ausschauen, richtig schön dicht wachsen. Und dafür brauchen wir einfach CO2, weil die Pflanzen zum größten Teil aus Kohlenstoff bestehen und das ist einfach das CO2. Also kommen wir dann um eine CO2-Düngung nicht so wirklich drum herum, wenn man ein schön bepflanztes Aquarium haben möchte. Und heute bin ich bei Liquid Nature gemeinsam mit Stefan, wo die Pflanzen für mein 60 cm Aquarium ab. Ist ja eher ein easy Aquarium, also ein nicht so eine starke Beleuchtung. Und ich würde sagen, wir schauen mal, welche Pflanzen es werden. Ich habe schon so ein paar Ideen, aber zum Beispiel im Hintergrund weiß ich noch gar nicht, was da reinkommen soll. Aber das ist sicher genug da. Zwei Pflänzchen haben wir da, das ist kein Stress, denke ich. Dann würde ich sagen, starten wir mal am besten mal mit dem Vordergrund. Von vorne nach hinten ist immer praktisch. Ich hole gleich mal unser Pflanzenwagerl. Da können wir dann alles ablegen. Du hast gesagt, du hast dir schon mal Gedanken gemacht für Vordergrund. Ja, genau. Also es ist ja ein bisschen inspiriert an den Layout von Dennerle, also was ich für Dennerle eingerichtet habe. Das war aber eine Nummer größer. Das war 90p. Und es soll aber auch derselbe Vordergrund sein, also die Liliopsis brasiliensis. Eine schöne, grasartige Wasserpflanze. Ja, wächst langsam, braucht nicht so viel Licht, aber wird halt relativ langsam dicht, deswegen würde ich auch ein bisschen mehr nehmen. Nimmst du in Vitro, so, oder? Ja, in Vitro. Ja, ich würde sagen so vier. Also ich würde dich zu einer fünften überreden wollen, okay. Ja, doch. Also ich sage immer, so 10x10 cm schafft man mit einem Pot gut, bei einem 60er Becken. Also wenn du den Vordergrundstreifen nimmst, der ist so 6-7 cm breit, dann bist du mit 5 Pots gut dabei normalerweise. Ja, ja, also ich habe schon so grob geschaut mit den Händen immer, schaue ich das, wie viel ich denn etwa brauche und so bei 4, immer noch, ja passt, aber... Wie machst du das mit den Händen? Ja, also ich... Eine Hand ist ein Pot, oder wie? Nein, so ein... Ja, so circa. Ja, okay. Es kommt immer ein bisschen auf die Pflanze drauf an. Also bei den Liliopsis würde ich auch sagen, mehr. Also, dass mehr als ein Pot ist eine Hand. Aber zum Beispiel bei Lucharis sind die immer so voll. Ja, ja, ja. Oder bei Monte Carlo oder so, HCC. Ja, beim HCC ist doch wirklich krass. Da kriegt man viel raus aus einem Pot. Das stimmt. Und bei Liliopsis, weil es auch so langsam wächst, ist halt so... Ist ja wirklich am Anfang nervig, dass so lange dauert. Auf Dauer finde ich super. Ja. Ansonsten noch ein bisschen Liliops, Marcellea dazu. Da würde ich, glaube ich, aber das Größere nehmen, das Hirsuta. Ja. Okay. Also, das da so. Ich glaube aber, ein Topf passt. Ich will das nur so vereinzelt dazu haben. Ja. So ein bisschen gemixt. Für Akzente reicht das ja auch easy aus. Okay. Ein Töpfchen Marcellea. Ich stelle das dann einfach mal so auf das Tableau, so dass es so circa wie dein Aquarium ist, also das ist jetzt der Vordergrund. Den teile ich jetzt natürlich nicht auf, weil das wirst du später zu Hause machen, aber ich stelle ihn einfach mal dahinter, weil er wieder so übergangsmäßig dann Richtung Herz geht. Ich denke, dann ist eigentlich schon der Übergang, der Mittelgrund, also vor den Labasteinen. Und da hätte ich an Krypten gedacht, eher kleinere. Okay, ja, dann haben wir ein paar da. Ja. Ich finde ja immer, die Pavard ist die kleinste von den Kryptos. Die ist halt farblich nicht ganz so spannend, gerade wenn du jetzt auch Liliopsis als Bodendecker nimmst, glaube ich, fällt die nicht so auf. Die Lutea Hobby ist auch richtig lässig, wenn du so einen Sandbereich hast. Aber auch da ist wieder so im Bodendecker, könnte ein bisschen untergehen. Farbe, da ist eigentlich die, geht einfach der Türalarm, da ist wahrscheinlich die Alvida Brown die beste Wahl. Ja, ich denke auch, an die habe ich eh auch gedacht. Also, ist auch eine schöne Pflanze. Schon gut dazu. Wie viele magst du da? Ja, ich denke, zwei sind da, dann würde ich beide nehmen. Ja, wir haben noch welche hinten, wenn du willst. Also dann würde ich gleich noch eine dritte dazu nehmen. Okay, also, ich bin gleich wieder da. Ja. Stefan holt gerade ein paar Pflanzen von hinten, also falls ihr da mal was nicht findet, einfach mal nachfragen, vielleicht ist noch ein bisschen was da. Nicht bei allen, aber bei ein paar ist immer auch hinten mal was, so als Lager, weil halt hier nicht alles reinpasst. Aber hier die Anlage ist auch richtig groß, also zwei 1,80 Meter Aquarien, also echt nice. Und halt hier noch das Emerser Aquarium. Okay, es ist doch keine mehr da, aber nicht so schlimm. Haben mich geirrt. Schauen wir was anderes noch, oder würdest du sagen? Ja, Venti Compact ist noch eine richtig coole Sorte. Ist halt Geschmackssache. Die Ventis, die sind ja immer eher ein bisschen unkrautig. Ja. Die Albida Brown wächst ja echt langsam und die entwickelt sich so stehend. Und ist schön
bunt, ja, braun halt. Und die Vente Compact ist ganz dunkel, ein bisschen breitblättriger und wächst ein bisschen gedrungener und macht dann relativ zügig auch so Ausläufer. Das muss man halt mögen. Ja. Weiß nicht, ob das was zu deinem Wert ist. Was ist mit deinen in vitro, die Limited Edition? Wird die größer oder? Kryptokerine Nuri. Ja, Nuri. Ja, die könntest du nehmen. Aber das sind die Blätter auch circa so lang und die wechseln so liegend. War halt ganz tolles Muster. Die heißt jetzt ja, wie heißt die? Rose Maiden, so heißt sie. Rose Maiden, ja. Wird jetzt schon ein cooles guter Muster. Name. Ja, die Blätter sind irre schön. Ja, vielleicht eine? Ja. Eine so dazu schummeln? Ja, deswegen sind relativ viel dann drin in so einem in vitro. Ja, das stimmt. Die waren ja früher mal eine echte Rarität. Da konnte man nur so einzelne Triebe davon kaufen. Das ist jetzt schon toll, dass die als in vitro gibt. Ja. Na gut, dann stellen wir die dazu, statt der dritten Albida. Wow, ja, was noch? Sollen wir noch was für den Übergang? Wie wir es mit Aufsitzern? Du hast ja sehr holzdominiertes Layout. Das gemeint, Anubias hast du noch zu Hause? Ein Putzfalandras habe ich noch zu Hause. Also so 3-4 Triebe von der Simbu Brown. Okay. Also da noch irgendwas dazu, was ein bisschen kleiner ist vielleicht. Die Serienbu ist schon ein fetter Waschel. Ja. Das ist eine große Pflanze. Wie wäre es mit meiner Lieblingsputzfalandra, der Brownie Blue? Die ist schön klein, die hier. Ja. Außerdem ist die wunderschön, sie wächst gedrungen, relativ schnell sogar für eine Bussefalandra. Die Farbe ist mega krass und das Beste, Bussefalandren sind jetzt gerade in Aktion, also trifft sich gut. Ja. Oder? Ich weiß nicht, ob das Video, wenn das rauskommt, die noch in Aktion sind, aber... da musst du schneller verarbeiten. Ja. Aber ich finde ich auch cool, also würde ich auch sagen, Basti, und die sind ja auch schon Submers. Ja, das stimmt, jetzt züchten wir selbst, das heißt, die müssen sich nicht mehr umstellen. Da haben wir auch einen ganzen Haufen da hole ich da welche von hinten. Was sagst du? Zwei Töpfchen oder? Ja, ich denke zwei passt ganz gut. Okay, da okay. So, und Pachi, weil du bei uns ja Heimvorteil hast, kriegst eine dritte dazu geschenkt. Passt, danke. Weil ich glaube, im 60er Becken kann man die schon gut verteilen und das sind einfach so dekorative Pflanzen. Ich mag die also nicht gerne. Ja, die sind schon richtig schön. Auch richtig schöne Portionen. Ja, da wollen wir nicht geizig sein. Ja. Na gut. So, sonst noch Aufsetzer, Fahne habe ich überlegt. Ja, du könntest schon einen Trident Java fahren, der passt eigentlich immer in solche Layouts rein. Hängt ein bisschen von der Hintergrundbepflanzung ab. Ja? Ja. So, lassen wir es erstmal weg und einigen wir uns mal auf eine gute Hintergrundaufstellung. Da muss ich sagen, habe ich noch keine Ahnung, was ich da machen soll. Okay. Also. Ich kann mich noch gut an das Standard Layout erinnern, auf der Interzoo. Das hast du ja im Hintergrund voll gemacht mit so bunten Stängelpflanzen. Das sah richtig prächtig aus. Da war die Bacopa Coriana. War ich da auch so eine Limnophila und Ludwigia Palustris? Ja, Ludwigia Palustris und dann noch die Rosa Nervig, die... Ah, die Hygrophila. Ja, Hygrophila, Rosa Nervig. Ja, und war nicht da auch Rosa Spinanza Palustris so ein Büschchen drinnen? Ich glaube, so die Übergang? Nicht, das war noch irgendwas anderes. Es war Bogus Demon Effectus, glaube ich. Okay. Aber auf jeden Fall, es war voll. Viel Unkraut, alles schnell wachsend und für schön bunt. Und jetzt hast du gemeint, du hättest eher gern so... easy Maintenance, leicht zu pflegendes Aquarium. Aber trotzdem ein bisschen bunter, also... Ja, aber da würde ich nicht ganz in die Vollen gehen. Ja. Was hältst du einfach von einem großen Busch Hygrophila pinnatifida im Hintergrund und auf den Rändern ein bisschen Hygrophila polysperma? Also diese grüne hier, diese ganz normale Hygrophila polysperma, die man schon immer irgendwie in Aquarien hatte. Das sind dann... sagen, ich glaube, ich hatte die noch nie. Wirklich? Okay. Ja. Aber das ist halt echt so eine Selbstläuferpflanze, die wächst bei jedem, weißt du? Die wächst relativ zügig, auch die Pinnatifida wächst relativ zügig. Mhm. Aber das Gute ist halt, wenn du so einen Busch nur im Hintergrund machst, dann kannst du einfach drüber schneiden und das ist gepflegt. Ja. Alternativ könntest du halt auch sagen, ich mag keine Stängelpflanzen und dann setzt Echinodorus oder Kryptokerinen in den Hintergrund an. Mhm. Aber ich glaube halt, dass feine Blätter gut aussehen würden und die Pinnatifida ist einfach unschlagbar. Die hat irgendwie alles, was man sich wünscht von einer Pflanze. Die wird dicht, die hat schöne Blätter, die Blattunterseiten sind gut gefärbt. Wenn du sparsam düngst, sind die Blattoberseiten auch schön bunt. Das ist eigentlich eine coole Pflanze. Und die Twinster B, hast du gesagt, ist die Beleuchtung. Die ist ja nicht so übermächtig stark und da werden die Hygrophyllen trotzdem gut drunter aussehen. Ich muss sagen, an die Pinnatifida habe ich gar nicht gedacht, so als Stängelpflanze. Aber kann man ja auch als Stängelpflanze benutzen und einsetzen im Boden. Ja, die kann ja echt alles. Die geht als Aufsitzer, die geht als Mittelgrundpflanze, wenn man sie ein paar Mal schneidet. Oder immer als Hintergrund, weil an sich wären die Blätter riesig. Ich habe ich überhaupt noch Portionen da? Ja. Hier sind ein paar
Versionen von der Pinatifida UK, das ist die, die einfacher rot wird. Und da sieht man auch schon, wenn die so einen dominanten Trieb bekommen, dann werden die Blätter so in etwa 10 cm lang, also relativ groß. Und dann ist das ganz schnell eine Hintergrundpflanze. Ja, ich denke, dann würde ich die nehmen. Auch gleich die UK dann, die ein bisschen eher rötlicher wird. Ja. Also. Sonst alternativ hätte ich hier auch noch eine spannende Pflanze, aber ich weiß halt nicht, ob die im 60er ja, nicht glaub, ein bisschen übermächtig ist. Ja, ich glaube, die ist fast zu lang. Das ist Aereo Colon, das 45 und das ist Aereo Colon Japan Needle Leaf und das wird eher so 60 cm lang. Ja. Das ist zwar einfach zu pflegen, aber das schaut nachher, glaube ich, komisch aus, wenn 2/3 von den Blättern bei dir so an der Oberfläche liegen. Weiß ich denke. Und Echinodorus hattest du erst in deinem letzten 90er Layout viel. Ich glaube, das ist eine willkommene Abwechslung. Ja, würde ich sagen, passt gut. Bist einfach zu überreden. Ja. Gefällt mir. Ich höre einfach auf dich und wenn es dann nicht schön wird, dann bist du halt schuld dran. Okay. Deal. Na, also ich finde, das sind Klassiker der Aquaristik und. Ja, aber trotzdem halt, dass man es nicht so häufig sieht, weil. Ja, vor allem Pinatifida. Ja. Seit dem Aquaowner ist die Pinatifida die beliebteste Aufsitzerpflanze, die ich so kenne. Ja. Aber alle nutzen die nur noch als Aufsitzerpflanze, obwohl die auch toll ist, wenn man sie im Hintergrund einsetzt. Also die geht ja wirklich für alles. Da würde ich dir. Ja, ich gebe dir lieber 3 Töpfchen mit. Ja, und die ist ja auch schon Submers. Genau. Ja, und ob du jetzt einen Trident dazu machen willst oder nicht, das überlasse ich dir, weil passen würde an sich schon, aber muss natürlich nicht sein. Ich würde, denke ich, schon einen nehmen, also. Reicht aber einer, denke ich. Ja. Okay. Den halt ein bisschen aufteilen. Ja, das ist eh ein richtig satter Topf. Geht sich gut aus. Ich glaube, dann ist aber schon eigentlich komplett in der Bepflanzung, oder? Oder das fällt noch was ein? Nein, das weil reicht. Moos möchte ich keins haben. Ja, mit so viel Aufsitzern würde ich auf jeden Fall, also gerade bei Busse Flandre würde ich auf Moos verzichten, weil das wächst dann immer so ineinander, kriegt man nicht mehr leicht voneinander weg. Beim Bodendecker würde ich auch nichts dazu mischen, was irgendwie schneller wächst, weil sonst hast du wieder ein Problem, dass das Liliopsis so richtig verdrängt wird mit der Zeit. Und der Hintergrund, da hätten andere Pflanzen noch gar nicht so viel Chance, weil die Pinatifida echt Unkraut ist. Ja, sonst hätte ich noch überlegt, vielleicht eine Hydrochrotyl oder so in den Bodendecker, also vereinzelt durchkommt, aber... So eine Tripartita? Ja. Ja, schön ist die schon. Oder so eine Ranunculus oder so, aber... Ranunculus ist eine gute Idee, die habe ich schon ewig nicht verwendet. Ja. Die hatte ich auch im 90er in Sandal, was halt eher langsamer war als das Übergang. Ja. Da fand ich sie schon ganz cool. Ja, warum nicht? Ein Ranunculus wäre eine gute Idee. Die Hydrocotyle würde ich mir, glaube ich, schenken. Ja. Wenn, dann würde ich mich hier für eine entscheiden. Okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch einen Vitro-Topf. Ja, voll. Wahrscheinlich im mittleren Kühlschrank. Ja. Nehmen wir hier den. Wunderbar. Aber dann sind wir auch wirklich durch. Dann schauen wir mal, wie viele Töpfchenpflanzen hast du jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Pflanzen. Das reicht ganz locker. Ja, ich denke auch. Und halt alles relativ easy. Also ich habe hier CO2, aber halt nicht so starkes Licht. Hm. Da denke ich, wird das gut passen. Ja. Bei der Pinatifida kannst du gleich ein paar Düngetabs im Boden hinten reinstecken. Ja. Dann kriegt die deutlich schönere Farben auch. Okay, und kann ich dann gleich machen. Ja, das ist auf jeden Fall easy cheesy. Düngen wird dann keine komplizierte Angelegenheit. Ja. Okay. Also der Aquarium lief jetzt auch schon so 4-5 Wochen im Darkstar, also ist ja auch kein Problem mit den Aufsetzern. Und ich werde die zum Teil halt klemmen oder halt kleben. Ich habe ja noch so Pflanzenkleber daheim von Acker, ein Planscaper. Ja, Darkstar, das ist immer praktisch, gerade wenn, wenn du viele Aufsitzer verwenden willst. Und wie viel Holz ist denn das in dem 60er? Das ist schon ein ganzer Haufen. 3-4 Kilo, glaube ich, fast sogar. Okay. Also, oder ich glaube 3, ja, ich habe nicht alles benutzt. Okay. Aber es ist schon viel. Ja, ne? Und es war schon ein bisschen Bakterienrasen nicht so stark, weil bei der Hüftwut ist es ja nicht so schlimm meistens. Mhm. Wenn man Glück aber hat. Es war schon teilweise, waren ein paar Wurzeln komplett voll. Ja. Und halt manche gar nichts, aber. Ja, wir hatten letztens auch einen Kunden, der hatte ein echt schlechtes Stück erwischt. Ja. Der hatte nämlich so 2 cm Bakterienrasen auf ein Stück Driftwood. Also der Darkstar ist eine feine Partie, gerade für Aufsitzerpflanzen. Ja, auf jeden Fall. Also du packst die jetzt ein und ich werde die dann wahrscheinlich am Wochenende oder Anfang nächste Woche bepflanzen. Das ist ja eh kein Problem, die halten da ja eh. Da musst du dich nicht stressen. Tage. Also wenn die eingepackt sind, dann hat man so circa 5 bis 10 Tage Zeit, die Pflanzen wieder ins Aquarium zu setzen. Ich sage immer so um den Daumen eine Woche. Ist kein Stress. Bei den Vitro-Pflanzen ist großteils wahrscheinlich sogar auch deutlich länger möglich, aber eine Woche. Ja, bleiben wir dabei. Was nämlich noch interessant wäre, wäre der Preis von den ganzen Pflanzen, also was die dann kosten.
da. Ja, das finden wir gleich bei der Kasse heraus. Mann, da kann ich heute gleich Feierabend machen, herrlich. Wenn der Tag so viel einkommt. Noch bevor aufgesperrt ist. Wir haben natürlich jetzt aufgenommen, bevor wir aufmachen, weil sonst sind jetzt Leute da. Dann haben wir ein bisschen Ruhe. Servus. Beim Einpacken finde ich es immer ganz gut, wenn man bei den Topfpflanzen darauf achtet, dass da nicht so viel Luft im Beutel ist, weil dann können die Töpfe nicht herumschütteln. Und nicht so viele Töpfe je Beutel. Also bei diesen Tropica-Pflanzenbeuteln gehen sich genau 4 Töpfe in der Breite aus. Das ist perfekt. Du hast jetzt 10 Topfpflanzen, also kriegst 2,5 Beutel voll Pflanzen. Oh, ich habe 2 wieder Brown vergessen. Alter, heute mache ich dich blank. Nein, ich denke, es ist im Rahmen. Wie viel hast du gerechnet? Boah, ich habe noch gar nicht. Ach, geh. Ich weiß nicht, wir sind jetzt bei wie viel Pflanzen? Was haben wir vorher gesagt? 17? Nein. 5? 18. 18. Schauen wir mal, ob der Pachi in Mathe gut war. 150. 147,88 €. Unglaublich günstiger Preis hier. Ja, also so um die 150 Euro ist man bei einem 60p gut dabei. Es sind auch viele Aufsetzer, Putzen für ein anderes, kosten ja ein bisschen mehr. Genau, die Putzen, die machen das Ganze immer ein bisschen teurer. Die Putzen für andere kosten 17,90 €. Die sind gerade mit 10% in Aktion. Aber es ist natürlich trotzdem eine teure Topfpflanze. Ja. Wenn man sich für Anubias entscheidet, ist man ja auch gleich ein bisschen günstiger, je nachdem, was man nimmt. Ich würde sagen, für alle Budget-Bepflanzungen würde ich immer auf kleine, vor allem diese kleinen Anubias und kleine Busseflandern, auf die würde ich verzichten. Die sind nämlich immer unproportional teuer. Der Rest ist, denke ich, halb so schlimm, weil ohne Putzen wärst du zum Beispiel nur knapp über 100 Euro. Vor so 5-6 Wochen habe ich das Aquarium hier eingerichtet. Ich habe hier als Bodengrund Aquariumsäure verwendet, um genug Nährstoffe für die Pflanzen zu haben, habe dann mit schwarzer Lava und mit Driftwood-Stücken ein Inselscape gebaut. Das Ganze ist stark inspiriert von dem Aquarium, was ich vor circa einem Jahr bei Denner de Plants für die Interzoo eingerichtet habe. Das war ein größeres Aquarium, also ein 90p, 90 cm, 180 Liter. Und das ist ein 60p mit 60 Liter. Und das Layout ist aber ziemlich ähnlich, also mir hat das sehr gut gefallen und deshalb wollte ich das selber nochmal hier nachbauen. Ist ein Inselscape, also eine Insel, aber mit Bodendecker und es soll ein bisschen easy werden. Also ich habe hier die Twinstar B-Line, das ist nicht so die allerstärkste Lampe. Ich habe aber trotzdem CO2, einen starken Filter und eine beleuchtete Rückwand, die ist mehr Optik und macht eigentlich nicht so viel für die Pflanzen. Aber deshalb habe ich mich für ein bisschen eine einfache Bepflanzung entschieden, weil die Lampe nicht so stark ist. Letztens war ich auch bei Liquid Nature und habe gemeinsam mit dem Stefan die Pflanzen für das Aquarium ausgesucht. Das Video könnt ihr jetzt hier sehen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Da haben wir die Pflanzen dafür ausgesucht und heute geht's los mit dem Bepflanzen. Das Aquarium lief jetzt in etwa 5-6 Wochen im Darkstart und es ist noch ein bisschen Bakterienrasen da. Ich habe nicht so häufig Wasserwechsel gemacht, ich glaube so 3-4 Mal. Einfach um möglichst viel Mulm und so wegzubekommen. Falls ihr jetzt nicht wisst, was ein Darkstart ist, also ich habe das Aquarium eingerichtet, damit Wasser befüllt, den Filter eingeschalten und sonst nichts gemacht. Das Licht blieb aus und es wurde nicht bepflanzt. Das sorgt zum einen dafür, dass der Bakterienrasen verschwindet, weil oft bildet sich bei Holz so ein Bakterienrasen, wie so Schimmel, nur halt unter Wasser, so ein klipschiger Film. Und der ist oft nicht gut für Pflanzen. Und da ist es ganz gut, wenn man das Holz entweder vorwässert oder einen Darkstart macht, wo man dann schon alles fertig gebaut hat. Zum anderen bilden sich dann auch schon viele Bakterien. Also das Aquarium läuft dann viel stabiler ein. Vor allem die ersten Wochen hat man ja oft Probleme mit Algen. Und das passiert meiner Erfahrung nach mit einem Darkstart so gut wie gar nicht. Also es ist auch ein Punkt, dass das Ganze auf jeden Fall vereinfacht. Jetzt lassen wir erstmal das ganze Wasser ab. Dann schiebe ich das Aquarium noch hier rüber, weil ich möchte es auch da drüben stehen haben. Und dann bereiten wir auch die Pflanzen vor. Also zuerst mal den Filter ausschalten. Und dann lassen wir einfach das ganze Wasser ab. Das Aquarium ist leer und an seinem Platz. Ich habe die Scheiben auch nochmal sauber gemacht, damit ihr alles sehen könnt. Also ein bisschen Wasser ist noch drinnen, aber das ist nicht so schlimm zum Bepflanzen. Jetzt geht es ans Pflanzen vorbereiten. Ich habe ja, wie schon im letzten Video gesagt, ein paar Putzeflandras noch da. Von der Symbio Brown, ein paar Triebe. Da, hier so 3 Stück. Das reicht auf jeden Fall, die ist ziemlich groß, deswegen möchte ich nicht zu viel davon haben. Dann würde ich sagen, bereiten wir mal die ganzen Pflanzen vor, was ich hier habe. Ich habe ja für den Vordergrund Liliopsis brasiliensis, also eine grasartige Pflanze, was relativ langsam wächst, aber ziemlich easy ist. Und der Vorteil dabei ist, dass man sie nicht so häufig zurückschneiden muss.
Da haben wir so ein flüssiges Nähmedium, das tropfen wir einfach ab und dann geben wir das Ganze in einen Becher mit Wasser, spülen es ein bisschen durch und dann können wir das Ganze schon verwenden. Ich mache das immer so, dass ich das Ganze erst beim Pflanzenvorbereitung in Stücke reiße. Das kann man schon vorher machen und alles vorbereiten. Mir ist es aber lieber so, dass ich während dem Pflanzen vorbereite. Deshalb spüle ich mal alles ab. Stefan hat mich ja zu 5 Portionen überredet. Ich wollte jetzt erst 4 nehmen. Aber das wird auf jeden Fall keine schlechte Idee sein, damit das wirklich dicht wird. Also ich habe jetzt nicht so viel Platz. Also man sagt immer so 10x10 cm pro Pflanze. Wenn die Office Brasilensis kann man ein bisschen dichter pflanzen, weil es relativ langsam wächst. Dann wird das ganz gut passen hier. Aber ich finde, das ist die schönste grasartige Pflanze, weil die ist ein bisschen dicker und schaut dann wirklich aus wie Gras. Oft sagt man ja zu der Eleucharis acicularis oder zu Eleucharis bosilla, dass das so eine grasartige Pflanze ist. Aber ich finde, das schaut viel eher aus als richtiges Gras. Dann nehmen wir uns noch ein bisschen Küchenrolle und decken das Ganze so ein bisschen ab, damit das nicht austrocknet. Ich habe jetzt nicht so extrem viel Pflanzen, deshalb geht es ziemlich schnell zu vorbereiten. Da braucht man nicht so vorsichtig sein, aber wenn man viele Pflanzen hat und ein größeres Aquarium bepflanzt, muss man da echt ein bisschen aufpassen. Dann haben wir hier Ranunculus inundatus. Da bin ich echt gespannt, die finde ich echt cool. Habe ich bis jetzt nur im Sandbereich benutzt und da wächst es nur einiges langsamer. Bin ich gespannt, wie das hier sein wird, zwischen den Liliopsis. Ist aber eine coole Pflanze, die ziemlich selten verwendet wird, kommt mir vor. Aber bei so IPLC-Aquarien sieht man die ziemlich häufig, wenn man darauf achtet. Dann habe ich eine Pflanze, was noch in den Bodendecker mit eingesetzt wird. Marcellia hirsuta. Die schaut so ein bisschen aus wie ein Klee und kann schon ein bisschen größere, höhere Blätter bekommen. Also zwischendurch im Bodendecker finde ich, macht das eine gute Auflockerung. Dann wirkt das nicht so statisch und nicht nur so ein kompletter Grasboden, sondern halt wirklich natürlicher mit so mehreren Pflanzen dazwischen, so wie den Ranunculus und die Marcellia. Dann kommen wir zur letzten In-vitro-Pflanze und zwar zur Cryptocrine Rose Maiden. Das ist eine relativ neue Pflanze, die es als In-vitro gibt von Tropica, also als Limited Edition und hat eine richtig schöne Struktur oder Maserung auf den Blättern. Jetzt sind die Mitrotopfen nicht so stark, aber dann unter Wasser, wenn sie dann einmal groß wird und schön wächst, schon ziemlich. Die habe ich noch nie verwendet, deshalb weiß ich noch nicht ganz genau, wie sie wird. Stefan meinte schon ein bisschen größer, aber sehr flach. Bin ich gespannt, kommt auch so mehr in den Übergang, so zwischen Steine. Es kommen noch ein paar Krypten dazu. Dann haben wir mal alle In-vitros durch, dann kommen wir zu den ersten Topfpflanzen. Die haben wir ja auch was gleich für den Vordergrund. Diesmal habe ich die Pflanzen ja bei Liquid Nature gekauft. Da gibt es einfach eine riesen Auswahl und richtig schöne Pflanzen. Also wenn ihr da irgendwas haben wollt, schaut mal in die Beschreibung, sind alle Pflanzen verlinkt. Und wenn ihr über den Link in meiner Beschreibung einkauft, supportet ihr mich, ohne dass ihr mehr zahlt. Und dadurch kann ich mehr so Projekte machen, was echt cool ist. Und würde mich sehr freuen, auch wenn ihr irgendwas anderes kauft, nicht die Pflanzen, irgendwas anderes bei Liquid Nature. Dann haben wir hier Albida Baum. Echt krass, wie die unterschiedlich ausschaut bei Liquid Nature. Unter der Vivid ist sie richtig knallrot. Hier ist sie nicht mehr so rot. Die Pflanzen waren jetzt so, ich glaube, 3 Tage in den Beuteln. Ist auch gar kein Problem für die. Ganz leicht sind sie ein bisschen angetrocknet, aber ist nicht schlimm. Hier bei den Topfpflanzen mache ich so, ich drücke die zuerst mal aus, damit nicht überall das Wasser hinkommt. Dann nehme ich sie mir hier raus aus dem Topf. Das ist immer so eine Steinwolle. Manchmal ist ein bisschen mehr um die Wurzeln, manchmal nicht so. Diesmal ist es nicht so schlimm. Dann habe ich jetzt noch eine Schere. Da kürze ich auch die Wurzeln an, damit man sie schöner einsetzen kann. Und dann nehme ich mir noch eine Pinzette und befreie die ganze von der Steinwolle. Muss nicht ganz perfekt sein. Dann auch einmal durchspülen. Dann haben wir eine fertig vorbereitete Pflanze. Nächster Beutel. Hier haben wir einmal eine Aufsitzerpflanze, ein Trident-Farn, also Microsorum Trident. Der ist richtig cool, hat so richtig feine, dünne Blätter. Immer so gedreiteilt, also wie ein Trident. Den kann man auch einfach aus der Steinwolle rausholen. Hier geht auch immer easy. Auch einen vielleicht kurz mal abwaschen. Ja, kommt ein bisschen Dreck raus und den werden wir uns auch aufteilen und halt verschiedene Stellen hinsetzen. Da möchte ich aber nicht allzu viel haben, weil der nimmt ziemlich schnell Überhand. Anfangs wachsen so Fahne immer ziemlich langsam und man denkt sich, da hätte ich viel mehr einsetzen sollen. Dann ein halbes Jahr später ist auf einmal alles voll und der wird immer mehr. Es ist immer so, dass es am Anfang ein bisschen dauert, aber wenn er mal anfängt, dann wächst er echt gut. Dann haben wir hier Putzephalanthras, 3 Stück von der Brownie Blue, schon submers gezogene Putzephalanthras von Liquid Nature. Ist auch echt richtig gut, weil die dann sich nicht mehr umstellen müssen und gleich gut anfangen zu wachsen. Werden wir uns dann auch ein bisschen noch aufteilen, aber erstmal kommen sie zur Seite. Und dann der nächste Beutel. Da müssen jetzt die Hintergrundpflanzen drin sein.
da muss ich sagen, bin ich mir noch gar nicht so sicher. Der Stefan hat mir da die Pflanze empfohlen und ich habe es einfach mal so ausgewählt, wie er gemeint hat. Bin ich ein bisschen gespannt. Und zwar einmal eine Hygrophila Polysperma, also die ganz normale Polysperma, habe ich selbst noch nie verwendet. Bin ich gespannt. Ich dachte eigentlich, dass ich da zwei habe, aber ich werde die einfach aufteilen. Man kann die hier dann nochmal abschneiden. Ich hole die mal raus. Das heißt, man hier aus der Steinwolle raus und man kann die jetzt hier einfach abschneiden. So, so, so. Dann kann man den Teil einsetzen und man kann den Teil wieder einsetzen. Dann teile ich mir da noch ein bisschen auf, setze ihn fast verteilt hin. Ich werde wahrscheinlich auch einen Teil von denen auf der einen Seite hinsetzen und das auch noch aufteilen, damit nicht nur auf der einen Seite die abgeschnittenen Triebe sind und die, die was neu austreiben, sondern aufgeteilt ist. Die kommt links und rechts hin. Ich bin mal gespannt. Es kann sein, dass dann im Laufe der nächsten Wochen noch Pflanzen dazukommen, wenn mir irgendwas auffällt, das mir nicht ganz so gefällt. Aber das werden wir dann sehen, werde ich auch auf jeden Fall in den Videos am Laufenden halten. Also auf jeden Fall Kanal abonnieren, damit ihr das nicht verpasst. Dann als nächste Pflanze haben wir die Hygrophila pinnatifida UK. UK steht nicht für England, sondern UK ist eine, ich glaube, Provinz in Indien, wo die Pflanze herkommt. Und die wird ein bisschen eher rötlich. Die gibt es ja auch von ADAS in vitro. Und hier ist jetzt schon Submers gezogen von Liquid Nature. Und die wird noch ein bisschen schneller rötlich als die normale Pinnatifida. Kann man natürlich beides benutzen. Und die werde ich diesmal als Hintergrundpflanze in den Boden setzen. Muss ich sagen, habe ich auch noch nie gemacht. Die ist so richtig bekannt als kleine Aufsetzerpflanze, was man klein halten kann. Aber sie kann auch richtig groß werden als Stängelpflanze im Hintergrund. Die können wir relativ einfach rausziehen aus den Töpfen. So. Und dann haben wir auch sie schon vorbereitet. Ist ziemlich schnell gegangen. Ist immer ein bisschen unterschiedlich, welche Pflanzen man hat. So, jetzt sortiere ich mir die Pflanzen noch ein bisschen, weil ich möchte im Vordergrund anfangen und dann übergehen in den Hintergrund. Deshalb kommen die ganzen Pflanzen, die dann am Schluss reinkommen, also die hinteren Pflanzen, und vor allem ganz am Schluss die Aufsetzerpflanzen. Also ich mache es immer so, ich fange vorne an mit den ganzen Bodendeckern, Übergangspflanzen, dann die Hintergrundpflanzen und dann die Aufsetzerpflanzen, sodass alles möglichst feucht bleibt. Jetzt, während ich alles vorbereite, besprühe ich das immer auch noch, damit die Pflanzen nicht austrocknen. Und so hat man dann kein Problem mit den ganzen Pflanzen. Hier bereite ich mir auch schon mal ein bisschen was vor. Die Krypten teile ich mir schon ein bisschen so auf. So, und dann hier die auch noch in den riesen Wurzelgeflecht. Die langen Wurzeln können wir uns auch noch ein bisschen kürzen. Dann haben wir hier noch die Alvida Baum. Dann als nächste Schicht oder als erste Schicht kommen halt die Bodendecker. Also Nidiopsis brasiliensis, Ranunculus und Massilea. Zum Bepflanzen benutze ich jetzt einfach eine kleine Pinzette, das ist die kleine von ADA. Die finde ich echt am besten. Ich habe auch noch eine große von ADA. Die sind halt echt sehr fein und man kann sehr gut damit die Pflanzen entsetzen. Jetzt würde ich sagen, fangen wir an zu bepflanzen. Ich richte noch die Kamera anders. Ich brauche auf jeden Fall noch irgendwann eine zweite Kamera, damit ich euch noch ein bisschen mehr Details immer zeigen kann. Aber das kriegen wir auch so hin. Also fangen wir an mit Liliopsis brasiliensis. Ich reiße mir da immer so kleine Stücke runter. In etwa so, so wie ein Daumen circa. Und dann setze ich sie ein. Ich mache es immer so, dass die Frontscheibe frei bleibt. Also dass ich sie so jetzt gerade einsetze. Und nicht so, das schaut einfach nicht so gut aus. Dann immer so. Und was ich dann gerne mache, ist, dass ich so kreuz und quer anfange. Vor allem, wenn ich so eine große Fläche bepflanzen will. Weil wenn ich dann am Ende drauf komme oder nach der Hälfte drauf komme, ich habe schon zwei Drittel meiner Pflanzen verbraucht, dann habe ich die eine Seite richtig dicht und die andere Seite dann nicht so dicht bepflanzt. Deshalb pflanze ich immer so kreuz und quer, sodass ich wirklich dann überall relativ gleichmäßig gesetzt habe und das Ganze einfach besser aussieht. Kommt auch gleich schon die Massilea dazu, immer wieder mal so dazwischen, damit das Ganze dann ein bisschen aufgelockert wirkt. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Dann der Ranunculus, ist ein bisschen eigenartig noch, ist ziemlich viel in der Portion, aber der wird noch. Der kommt dann auch mehr so dazwischen, aber mehr so in den Hintergrund, also mehr so in den Mittelgrund, also mehr so zu den Steinen. Hier zum Beispiel. Dann kommen auch schon die Krypten. Also da möchte ich eine haben von den bisschen größeren. Und hier möchte ich eine haben von der Alvida Baum.
Dann kommt auch noch eine zweite dazu. So, das mache ich auch gleich so, dass ich dann nachher noch ein bisschen was von den vom Vordergrund habe. Also zum Beispiel von Liopsis jetzt. Weil jetzt weiß ich, hier ist die Apple braun. Und bis hierhin kann ich noch ein bisschen was einpflanzen. So, hier in dem Bereich möchte ich auch noch ein bisschen Liopsis haben, dass da einfach so ein bisschen ein Übergang entsteht. Dann kommt noch mehr von Ranunculus, kommt dann dahinter, ich hoffe, dass es ein bisschen größer wird. So, dann kommen wir jetzt zur Hygrophylla polysperma. Die kommt einfach links und rechts, hier so in dem Bereich hin und hier. Und dann als nächster die Pinnatifida UK. Die teile ich mir jetzt großzügig auf. Die wird aber, denke ich, ziemlich schnell dicht werden. Eine Sache hätte ich jetzt was vergessen, und zwar Düngekapseln. Und zwar von Masterline die Root Caps. Da verteile ich mir jetzt ein paar hinten. Ich nehme jetzt einfach eine gröbere Pinzette und stecke sie in den Boden. Da werden die Pinnatifida einfach noch mehr Gas geben. Die lösen sich dann auch nicht ins Wasser, sondern nur die Pflanzen können die Nährstoffe aufnehmen. Das ganze Aquarium wird ja nicht so stark beleuchtet, deshalb werde ich noch nicht so viel düngen. Dann können trotzdem die Pflanzen richtig gut wachsen. Dann geht es auch weiter mit der Pinnatifida. Es waren jetzt so 4-5 Stück von den Düngekapseln. Dazwischen nicht vergessen, alles zu besprühen. Und dann sind wir auch schon so weit, dass wir zu den Aufsetzer kommen können. Für die Aufsetzer benutze ich einen Kleber, und zwar den Microblift Planescaper, einen gelförmigen Kleber. Und ich fange mal an mit den Fahnen. Ich teile mir den so in drei Stücke, glaube ich, auf. Und suche mir da so ein paar Stellen. Ich glaube, hier schaut es ganz gut aus. Dann, ich glaube, hier so. Dann hier kann ich ihn, glaube ich, sogar stecken. Und sonst einfach ein bisschen Kleber auf die Wurzeln. Und dann einfach aufkleben. Da kommen wir zu den Putzfalandras. Da werde ich jetzt auch mal schauen, wo ich die hingebe. Ja, hier so, glaube ich, passt ganz gut. Und dann auch die Brownie Blue. Ich versuche da auch viel zu stecken, weil das immer besser ist für die Pflanzen. So, das Aquarium ist befüllt und es ist mittlerweile auch schon einen Tag vergangen. Es ist richtig klar, das hat mich echt ein bisschen gewundert. Aber habe ja auch einen Tagstart gemacht, deswegen sind auch alle Farbstoffe schon draußen. Ich habe dann gestern noch das Wasser aufgehärtet. Ich habe ja Osmosewasser verwendet. Dann habe ich mit den Salteschwimmen von GH Plus aufgehärtet
so circa auf 150 bis 250 Mikrosiemens. Dann habe ich noch Starterbakterien dazugegeben, also einmal vom Microbleef das Nitro 2. So Starterbakterien, die habe ich also auch schon beim Darkstart verwendet, die ersten Wochen, so etwa 2 Wochen. Und jetzt die ersten Tage werde ich es auch wieder verwenden täglich. Also jetzt die ersten paar Tage, so eine Woche, kommt jeden Tag ein bisschen was von den Nitro 2 rein. Es haben sich zwar schon viele Bakterien gebildet und man bräuchte es vielleicht nicht unbedingt, aber ich habe jetzt das ganze Wasser abgelassen, dann langsam bepflanzt und dann ist wieder vollgefüllt. Deswegen gehe ich da auf Nummer sicher und gebe ein paar mehr Bakterien zu. Dann noch Special Blend, das fange ich jetzt erst an, also nach dem Darkstart. Das sind ja auch zum Teil phototrope Bakterien, die mit Licht reagieren. Sollte man auch immer in der Lichtphase hinzugeben. Da hat man am Anfang eine Startdosis, was ein bisschen größer ist. Also auf 100 Liter Aquariumwasser 25 ml von dem Special Blend. Ich habe jetzt hier in etwa 20 ml Special Blend reingegeben, blieb ein bisschen mehr, schadet auf jeden Fall nicht. Das werde ich jetzt einfach jede Woche machen. Ich mache jetzt auch hier jede Woche einen Wasserwechsel. Also durch den Darkstart brauche ich nicht so häufig einen Wasserwechsel machen, sondern da reicht es vollkommen, wenn man einmal die Woche so 30-40% vom Wasser wechselt. Und dann gebe ich auch immer das Special Blend zu für die ersten 4-5 Wochen und danach gehe ich auf so einen 2-Wochen-Rhythmus über und gebe das dann alle 2 Wochen zu. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, wie es geworden ist. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Also ich bin gespannt, wie sich der Hintergrund vor allem entwickelt. Also mit der Pinnatifida und der Hygrophila Polysperma bin ich echt gespannt, wie das dann wirken wird. Auch mit den Aufsetzerpflanzen und mit dem Bodendecker, was so gemischt ist. Da bin ich echt gespannt. Und heute bin ich wieder bei Liquid Nature. Vor ca. 4 Wochen war ich hier das letzte Mal und habe die Pflanzen geholt für das 60B und habe das Aquarium bepflanzt. Und jetzt ist es Zeit für die ersten Fische. Ich habe mich schon ein bisschen umgeschaut. Also Stefan ist natürlich wieder dabei und hallo. Mich ein bisschen. Ich weiß schon so in etwa, was ich haben möchte. Okay. Also ich habe länger überlegt, und zwar die Gouramis, die Honig-Gouramis. Mhm. Und wir haben ja 2 Sorten da. Also die gelben. Ja doch, sind noch. Ist noch, ich weiß nicht, ob es ein Bärchen ist, aber es sind noch 2 da. Mhm. Oder halt die normale Form, die mir eigentlich fast ein bisschen besser gefällt. Die sticht zwar nicht so raus wie die gelben. Aber die Naturform ist mega schick. Also ich finde auch, ist der ganz normale Honig-Gourami mindestens genauso schön ist wie der gelbe. Da hatten wir letztens auch auf dem Liquid Nature Kanal erst ein Vorstellungsvideo, da haben wir den gelben vorgestellt und da waren auch ganz viele Kommentare von Leuten, die davon überzeugt waren, dass die Naturform viel hübscher ist als der gelbe. Sehe ich auch so, ja. Ja, ich finde auch. Und der passt ja gut für mein Aquarium. Ich habe jetzt auch Schwimmpflanzen drinnen, also dass da auch 5 Pflanzen nach oben sind. Mhm. Die Pinnatifida wächst auch schon fast bis nach oben. Und ich habe ja auch Hast du ein Update-Foto mit vom Aquarium? Ich schaue mir immer gerne so ein aktuelles Bild an von dem Aquarium. Ich glaube nicht. Ich nicht da. Bist du schlecht vorbereitet für deine Videos? Wahnsinn. Ja, aber ich glaube es dir, dass es gut wächst. Du sagst es eh schon richtig. Struktur nach oben ist wichtig für alle Fadenfische, auch für die Honig-Gouramis. Jetzt auch so, wie es hier in unserer Verkaufsanlage ist, sind ja immer diese Steinblöcke mit Bewuchs. Und das ist auch die Hygrophila pinnatifida. Jeder, der das schon mal hatte, der weiß, das ist echtes Unkraut. Gedeiht richtig schnell bis an die Oberfläche und in Kombination mit Schwimmpflanzen ergibt sich dann immer so ein bisschen strömungsberuhigte, schattige Zone. Das ist genau das, was sie wollen. Und wie schaut es mit Temperatur aus? Ist ja jetzt ein Thema, es wird immer wärmer. Ja, das sind die Honig-Gouramis wirklich easy cheesy. Ich würde sagen, so alles über 21 Grad und unter 30 Grad ist in ihrer Wohlfühlzone, also da musst du keine Sorge machen. Ja, dann so, hole ich mir einen Beutel. Ja, also ein Bärchen, denke ich, ist hier gut für ein 60p. Ja, ich könnte sogar ein Trio oder eine kleine Gruppe nehmen, aber ich denke, ein Pärchen passt wunderbar. Du willst ja auch Schwarmfische. Ja, genau, also die kommen auch dazu. Aber ich habe mir zuerst gedacht, zuerst die Honig-Gouramis, weil da vielleicht ein bisschen einschränkender, was da dazu passt? Oder gibt es da irgendwas? Oder ist eigentlich relativ. Die sind echt easy zu vergesellschaften. Okay. Also, ich würde jetzt zumindest von. Also, es gibt bestimmt Fische, die man nicht vergesellschaften kann mit Honig-Gouramis. Aber ich habe jetzt keine hier, die du in den 60p setzen kannst, die überhaupt nicht mit Honig-Gouramis zusammenpassen. Ja. Und da kennt man ja relativ gut, was jetzt Männchen und Weibchen ist, oder? Mit den Streifen. Ja, das sind ja noch sehr jung. Da tue ich mir immer schwer, muss ich sagen. Okay, ist noch nicht so eindeutig. Nein. So, dann sind die auch gefangen. Und es sind ja nicht die ersten Tiere eigentlich. Ich habe schon ein paar Tiere eingesetzt. Ganz am Anfang beim Darkstart ja schon die Bosthorn-Schnecken. Mhm. Und dann so vor 2 Wochen Amano-Garnelen, 5 Stück. Klassischer Erstbesatz, wunderbar. Und noch ein paar Neocaridina, da die Queen Jade, was ich in anderen Aquarien hatte, habe ich drüber gesetzt, dass da auch schon ein paar sind. Und das war so der Erstbesatz und jetzt sind die ersten Fische. Das ist einmal die Honig-Gouramis und dann halt noch, wie gesagt, ein Schwarmfisch. Und ja, da habe ich echt überlegt, da sind einige da, ja. Also
Die Qual der Wahl. Ja. Ich mache das immer so ein bisschen auch nach dem Ausschlussverfahren, das ich schon hatte, muss ich sagen. Weil was auch gut passen würde, was auch klein ist, sind die Uraptorides. Die hatte ich aber jetzt schon ein paar Mal. Ja. Die finde ich zwar richtig cool, aber ich hatte die jetzt schon ein paar Mal. Und aber es sind ganz tolle Fische für Aquascaping, weil sie im freien Wasser schwimmen, relativ schmucklos sind, sind nicht zu bunt, aber sind auch nicht langweilig. Ich finde, das sind richtig lässige Fische, bleiben halt auch winzig. Aber wie du schon sagtest, hat man schon oft gesehen in Aquascapes, eben weil sie gut passen, unkompliziert sind, was die Wasserwerte angeht. Und was ja auch noch immer ein Punkt ist für einen Schwammfisch, sind günstig. Das ist ja auch wichtig. Ja, dann gleich daneben die Ducanus-Angler. Wirklich toll, das ist einer meiner Favoriten, also so prächtige Fische und auch die, die wir jetzt hier haben, haben so tolle Farben. Ja. Wundert mich, dass du nicht die nimmst. Ja. Habe ich echt schon überlegt, aber es sind halt noch andere, die ich auch richtig interessant finde und was halt vielleicht noch so ein bisschen underrated das sind, was man nicht so oft sieht. Ja, also hier, wir haben ja auch jetzt bei den Honiggouramis kleine Boraras, das ist der Moskito-Bärbling, Boraras brigital, auch ein Klassiker. Ganz, ganz prächtige Farben. Die Tiere, die jetzt da sind, die sind noch wirklich sehr klein, aber man kann schon erkennen, wo die Reise hingeht, farbentechnisch. Also die richtig kräftiges Rot, einfach schöne Fische. Ja, einen Block drüber haben wir hier Perlhundwerblinge, auch richtig coole Fische. Da bin ich immer stolz, dass wir die anbieten können. Also wir haben zwei, mittlerweile sogar zeitweise drei Züchter für Perlhundwerblinge, die uns mit so tollen Fischen versorgen, weil das ist wirklich immer krass. Wir kriegen die Fische, ich setze die ein und am gleichen Tag strahlen die Fische schon, so wie jetzt. Das ist einfach ganz, ganz toll. Und hier dabei der Apistogramma, der ist natürlich auch ein Hingucker, aber der ist jetzt für das 60er Projekt vielleicht nicht so gut geeignet. Ja, dann haben wir hier noch tolle Fische. Da haben wir die coole Version von Blauen Neon, den Sundandanio Axel Rodi. Die hattest du auch schon mal. Die habe ich sogar noch, die habe ich ja in 60 für den anderen. Stimmt, in dem anderen 60er. Ja. Die finde ich auch richtig cool, aber die habe ich ja schon mit den Aquarien. Und na gut, in zwei Aquarien mit denen ist auch blöd. Ja, genau. Da schwimmt noch ein zweiter dabei, das ist der Boraras maculatus, der Erdbeerbärbling. Ein etwas größerer Zwergbärbling, aber ist ja auch ein echter Knilch. Die finde ich auch richtig spannend, sieht man auch nicht so oft. Ich kann es aber auch ein wenig verstehen, weil die Farbe von dem Tier sehr zurückhaltend ist. Also sind doch eher grau mit so ein bisschen creme-rosa hinterlegt, sind nicht ganz so prächtig. Aber hier in der Mitte. Ja, hier sind die Fische. Das sind richtig coole Fische. Gedacht habe, Und die sind wirklich noch underrated. Also das hier oben, das sind Fleckenwaben. Puntius gelius, müssen wir auch ein Fischvorstellungsvideo dazu machen, weil die zählen auch ganz eindeutig zu meinen Favoriten. Unglaublich hübsche Fische, dieser Gelbton ist wirklich eher ungewöhnlich für Fische, also generell so gelbe und grüne Fische sind eher die Ausnahme. Und dann auch noch mit diesem schwarzen Fleckenmuster, super schöne Tiere, haben auch ein schönes Schwimmverhalten, sind ein klein wenig scheu, aber damit kann man leben. So wie jetzt hier, dass sie so überhalb von der Bepflanzung stehen, so sollten sie dann später bei dem Aquarium auch richtig gut ausschauen. Ja, dann nehmen wir eine schöne Gruppe, oder? Ja, genau. Also was empfiehlst du da so? Ja, ich würde sagen, unter 10 ist immer schlecht, besser wären so 15 oder 20 und dein 60er Becken hast, ach so, vorher noch eine zweite freischwimmende Frischgruppe dazu. Ja, aber ich habe überlegt, vielleicht noch ein paar Nanostomus. So eine kleine Gruppe habe ich überlegt, aber ich weiß nicht, ob es dann zu viel ist, was oben schwimmt. Ja, würde ich mir dann echt anschauen, wie sich die Fleckenwaben bei dir so bewegen. Wenn die auch so nahe der Oberfläche stehen, würde ich, glaube ich, keinen CSI-Angler dazu setzen. Ja. Aber ich glaube sonst auch nicht wirklich was dazu. Ja. Also ja, dann nehmen wir eher so eine gemäßigt große Gruppe. Ich bin ja immer ein Freund von vielen Fischen im Aquarium. Dann nehmen wir mal 15 und schauen wir, wo die Reise hingeht. Ja. Sonst holst du einfach noch 5, du bist ja eh öfter hier. Ja, stimmt. Und wie groß werden die noch? Also sind die dann schon... Ich würde sagen, so einen halben Zentimeter werden sie jetzt noch wachsen. Und diese gelbe Grundfarbe wird noch ein wenig intensiver. Vor allem, wenn du mit gutem Futter fütterst. Ansonsten ändert sich an der Zeichnung gar nicht mehr so viel. Ich bin gespannt, weil jetzt zum Beispiel kann man sehen, wo du halt was im Aquarium machst, dass sie einfach weg sind. Ja, das ist ja so also, wie mit den Perlhundwerblingen. Reagieren sehr stark auf Bewegung, kaum bewegt man sich vor dem Aquarium, verschwinden sie hinter den Steinen in die beruhigte Zone. Bei den Fleckenwaben ist es nicht ganz so schlimm, kommt mir vor, aber es sind auch eher scheue Fische. So, dann schauen wir mal. Das fragen uns ja auch regelmäßig die Leute, wie wir das hinkriegen, die Fische aus den vollen Aquarien zu fangen. Also der Trick ist hier ein großes Netz, ein wirklich großes Netz. Ich glaube, das ist das größte, das Oase so anbietet, 20 cm oder so.
und ein süßes kleines Garnelennetz. Und jetzt stelle ich das große Netz so geöffnet ins Aquarium und versuche keine Garnelen zu fangen. Und dann scheuche ich mit dem kleinen Netz die Fische in das große. Ja, es geht so echt gut. Also das mache ich bei mir auch immer, wenn ich mal Fische rausholen muss. Wenn ich das Aquarium abbaue oder so. Und da halt nicht zu viel Stress, also nicht so viel herumwedeln, ja, weil sonst... Das wollte ich gerade sagen, also ich finde auch, mehr, dass man die Fische so wirklich ganz, ganz stressreduziert fangen kann, weil ihr habt jetzt eh gesehen, ich rühre nicht 17 Mal in mein Aquarium, sondern die Fische bewegen sich im ersten Zug von alleine in den Kescher. Ich habe jetzt ein bisschen zu viele erwischt, ich setze jetzt kurz in einen Fischfangbecher und zähle dem Pachi die passende Menge raus. Das funktioniert wirklich gut und ich glaube, das ist mit die schonendste Art, wie man die Fische aus dem Wasser rausbekommt. So, einmal mal die ersten 5. 5 und 7 ist 12. Pachi, ich habe genau 20 gefangen. Okay, ja dann. Es sind 21. Auf den einen lade ich dich ein. Es werden einfach ein wenig mehr. Ja, wären es doch 20, dann ist es eine richtig große Gruppe. Richtig groß. Ich zeig dir das. Ist immer lustig, wenn man das laut sagt, dann klingt es immer total viel. So, wow, ich habe 20 Fische. Ja, aber wie viele waren jetzt da in denen drin? Was sind da jetzt 50. Ja. 50 sind das, ja. Also, jetzt schau mal an, deine große Fischgruppe ist jetzt plötzlich gar nicht mehr so viel. Sind eben, ja, kleine Tiere. Und Leute, behaltet das immer im Hinterkopf. Das Schwärmen ist für Fische ein wichtiger Schutzmechanismus. Das funktioniert in großen Gruppen immer besser. So können die Tiere den Stress abbauen. Auch wenn sie nicht oft Stress haben im Aquarium, ist das trotzdem eine wichtige Sache. Hier und da tut man ja was im Aquarium und dann ist wichtig, dass eure Fische auch den Stress abbauen können. Denn so bleiben die Tiere gesund. Ja genau, also ich fahre jetzt nach Hause und gewöhne die Fische in meinem Aquarium an. Also das Licht dazu abschalten, die Beutel ins Wasser hängen, damit sich die Temperatur angleicht. Und dann so 20 bis eine halbe Stunde später die Fische dann einsetzen. Liquidhumin dann zugeben, ja, bevor du sie einsetzt. Heute nicht mehr füttern. Ja. Und Wasser wechseln würde ich halt auch jetzt nicht unbedingt gleich morgen, ja, oder früher, ja, machen. Ja. Und dann seht ihr das Ganze, wenn die Fische sich schon ein bisschen eingelebt haben ins Aquarium. Dann gibt es ein bisschen ein Update von dem Aquarium und auch wie sich die Fische dann im Aquarium verhalten. Dann schon mal danke für deine Hilfe. Sehr gerne. Fische fange ich immer gern. So, einige Tage sind vergangen. Die Fische haben sich schon gut eingelebt. Die Honiggouramis sind immer unterwegs und sieht man eigentlich fast immer. Bei den Fleckenfarben ist es schon so, dass wenn man viel vom Aquarium macht, so wie jetzt zum Beispiel gerade, dass die meisten sich hinten verstecken. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch so über die Wochen entwickelt. Vor allem, wenn die Pflanzen noch ein bisschen dichter gewachsen sind. Weil jetzt sind die Pflanzen noch nicht so dicht. Und sie haben noch nicht so viel zu verstecken. Aber von den letzten Tagen kann ich mal sagen, dass sie hauptsächlich im unteren und mittleren Wasserbereich herumschwimmen. Also sich hauptsächlich da aufhalten. Wenn man halt ein bisschen Abstand hält oder ein bisschen wartet und dann vor das Aquarium schaut, dann kann man sie schön beobachten. Und finde ich auch richtig cool, gefallen mir auch richtig gut die Fische. Also war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich bin noch an überlegen, ob noch was dazu kommt. Schreibt doch gerne in die Kommentare, wenn ihr Vorschläge habt. Ich habe gedacht, noch irgendwelche Nanostomos, also Zwergziersammler, die mehr an der Oberfläche schwimmen. Und vielleicht noch irgendwas, was weiter unten ist. Vielleicht ein paar Welser, ein paar Autozinklus oder ein paar Autozinklus, habe ich schon überlegt. Also gerne in die Kommentare, wenn ihr da Vorschläge habt. Die Fische müssen auch noch ein bisschen wachsen, deshalb versuche ich sie auch relativ gut zu füttern. Zum einen mit Artemia Naupien, die setze ich immer wieder mal an. Da habe ich auch ein Video gemacht, das verlinke ich euch hier oben, wie man Artemia Naupien selbst züchtet. Und auch mit Grindalwürmern, die kann man auch ganz einfach selber züchten. Wenn ihr wollt, kann ich da mal ein Video machen. Das sind so weiße Würmchen und mit denen füttere ich die Fische meistens so alle 2 Tage. Und ab und zu mal mit den Artemia Naupien und sonst mit Granulat, damit sich die auch an das Granulat gewöhnen. Aber das nehmen sie auch ganz gut an. Da benutze ich meistens das Color Boost von Dennerle, weil das einfach viel feiner ist und das für die kleinen Fische gut passt. Ansonsten die Entwicklung von Aquarium, es läuft jetzt so 5 Wochen circa. Und so bin ich im Großen und Ganzen ziemlich zufrieden. Aber ich muss sagen, die Lampe ist nicht ganz so ideal. Also es funktioniert und es ist okay. Aber vor allem, weil ich nebenan 2 Aquarien habe mit einer besseren Lampe und einer helleren Lampe. Also ich habe links das 45p mit der Twinster S-Lime und rechts aus 60p mit der Twinster S-Lime, die noch ein viel helleres und viel schöneres Licht hat. Und hier in der Mitte die Twinster B-Lime ist schon okay, die hat nicht so ein schlechtes Licht, aber auch nicht so ein gutes Licht. Deshalb bin ich dann überlegen, ob ich die noch irgendwann austauschen soll gegen eine bessere und schönere Lampe. Was das Pflanzenwachstum angeht, ist es auch okay. Also wie gesagt, die Lampe ist nicht besonders stark, deshalb braucht auch alles ein bisschen länger. So wie auch der Bodendecker, das Liliopsis brasiliensis, hat sich schon ein bisschen ausgebreitet.
ausgebreitet. Man sieht auch schon so ein bisschen so Wurzeln, die sich gebildet haben. Aber es wächst auch gefühlt mehr nach oben als auf die Breite. Also es wird ein bisschen länger und das werde ich bald mal zurückschneiden müssen, damit es schön dicht wird. Hier sieht man auch noch ein paar braune Belege. Ich hatte am Anfang, die ersten 2 Wochen, glaube ich, Kieselalgen. Also es war alles mit so einem braunen Belag voll. Das ist meistens auch normal bei einem Aquarium, wenn man es startet. Vor allem, wenn man vielleicht viel Silikatwerte im Wasser hat. Ich habe nur eine Osmoseanlage, aber keinen Mischbeiz-Harzfilter, der das rausfiltern würde. Aber das braucht man auch gar nicht, weil bei einem Süßwasser-Aquarium ist es so, wenn sich die ganzen Bakterien bilden im Aquarium, dann kümmern sich die um die Silikatwerte und die sind eigentlich dann irrelevant für ein Süßwasser-Aquarium. Also hier ist es auch so, jetzt nach 4-5 Wochen war es dann so, dass die eigentlich fast komplett weg waren. Ein bisschen was ist noch da, aber das wird die nächsten Wochen auch noch weggehen. Ich habe auch hier auf einmal wieder ein bisschen Bakterienrasen bei einer Wurzel. Ich kann gar nicht so genau sagen, warum das Aquarium lief so 5-6 Wochen im Darkstart und jetzt nochmal 6 Wochen, also nach 12 Wochen, ist auf einer Wurzel immer noch, beziehungsweise schon wieder ein bisschen Bakterienrasen. Ist aber nicht so schlimm, da kümmern sich die Schnecken auch drum und früher oder später wird er auch weg sein. Was sich nicht ganz so gut entwickelt hat, waren die Buzephalandras. Also ich habe hier einmal die Brownie Blue, glaube ich, war das eingesetzt. Die ist noch da, aber die Serum Bio Brown, die hat sich zum größten Teil aufgelöst. Also die hat sich einfach aufgelöst, auch das Rhizom, und habe ich dann einfach abgesaugt beim Wasserwechsel, weil sie einfach kaputt geworden ist. Ich kann nicht genau sagen, warum das passiert ist. Ich habe auch einen Darkstart gemacht und der Bakterienrasen war ja eigentlich weg, zumindest auf den Stellen, wo die Buzephalandras gesessen sind. Und die Buzephalandras waren schon Submers von einem anderen Aquarium. Ich habe sie einfach nur rübergesetzt, wo eigentlich die Wasserwerte ziemlich ähnlich sind. Aber manchmal ist es einfach so, man kann nicht wirklich was dagegen machen, dass es mal passieren kann, dass sich Pflanzen auflösen. Ansonsten habe ich noch eine Pflanze nachgesetzt. Und zwar diese hier, das ist eine Knollenpflanze, die Baclaya longlifolia, glaube ich, war das. Ich werde es euch einblenden. Eine Knollenpflanze, ähnlich wie ein Lotus, nur mit so länglichen Blättern. Finde ich, passt ja auch ganz gut rein, habe ich hier in dem Bereich eingesetzt. Ansonsten die Hygrophila pinnatifida im Hintergrund hat so ein paar Löcher bekommen. Ich habe jetzt auch schon seit 2 Wochen angefangen zu düngen, aber ich werde langsam die Düngung noch erhöhen, damit die Pflanzen einfach besser wachsen. Also die Blätter sind ein bisschen löchrig. Ich denke, das könnte ein Kaliummangel sein. Ich werde es einfach mit den NPK-Dünger ein bisschen erhöhen und dann schaue ich mal, wie sich das Ganze entwickelt. Die Pinnatifida und auch die Hygrophila links und rechts habe ich auch schon ein paar Mal zurückgeschnitten. Immer wenn sie zu lang wurde, vor allem am Anfang, habe ich die längsten Stängel einfach immer weggeschnitten, damit sie schön verzweigt und wieder dicht nachwächst. Ansonsten entwickelt sich alles ganz gut und es braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Vor allem mit so einer schwachen Lampe dauert einfach alles ein bisschen länger, als wenn man jetzt eine bessere, stärkere Lampe hat. Heute werde ich die Hintergrundpflanzen in dem Aquarium hier austauschen. Das hier ist mein 60p Inselscape und es ist auch gerade ziemlich overgrown. Was aber nicht der Grund ist, warum ich die Pflanzen austausche, sondern habe ich das Aquarium eingerichtet, dass es ziemlich easy sein soll, weil ich habe da eine relativ schwache Lampe benutzt, und zwar die Twinstar B-Line. Die habe ich dann nachher ausgetauscht gegen die Twinstar S-Line und jetzt vor kurzem gegen die neue Skylight Hyper Bar. Und deshalb habe ich mir gedacht, wäre es cool, wenn wir die Hintergrundpflanzen austauschen würden gegen Pflanzen, die mehr Licht brauchen und die dann ein bisschen mehr Farbe haben. Jetzt habe ich ja relativ einfache Pflanzen im Hintergrund verwendet, und zwar zum einen Hygrophila Polysperma und die Hygrophila Pinnatifida. Die Pinnatifida werde ich zum Teil auch drinnen lassen, aber nur so als Aufsitzerpflanze, die ziemlich klein bleibt. Jetzt habe ich sie hier hinten in den Soll eingesetzt, damit sie groß wird als Stängelpflanze und den Hintergrund ausfüllt. Generell ist es noch ziemlich überwuchert und ich muss es auf jeden Fall mal zurückschneiden. Das werde ich jetzt heute auch übernehmen und noch gleich die ganzen Hintergrundpflanzen auch rausholen. Generell finde ich ja, dass man in meinem Aquarium immer wieder was ändern kann und Pflanzen austauschen kann, damit es wieder anders aussieht und das Aquarium wieder einen neuen Look hat. Also kann man immer wieder mal Pflanzen austauschen, Stängelpflanzen, auch Bodendecker. Man sollte das natürlich jetzt nicht jede Woche machen, aber wenn man das so einmal in einem halben Jahr macht, ist es kein Problem. Ich lasse auch die Fische und alles in einem Aquarium. Das macht denen auch gar nichts. Der erste Schritt ist mal die ganze Technik ausschalten, also Filter, Skimmer und so weiter. Und ich werde auch gleich den Skimmer und die ganze Technik erstmal rausholen, weil sie mir sonst im Weg ist und vielleicht runterfallen könnte. Deshalb kommt das einfach raus, dann habe ich nichts, was mich stört. So, zuerst hole ich mal ein paar von den Schwimmpflanzen raus und setze sie in ein anderes Aquarium, damit ich sie dort einfach aufhebe und dann entscheide ich, ob ich sie hier wieder verwende und reingebe. Oder ich glaube fast nicht, weil die halt ziemlich viel Licht abschirmen und wenn ich dann Pflanzen habe, die viel Licht brauchen, ist das natürlich störend. Ich habe hier eine Box, wo ich die ganzen Pflanzen reingebe, die ich vielleicht aufhebe, und einen Becher, wo die ganzen Pflanzen reinkommen, die in den Müll kommen, weil manche Pflanzen oder Pflanzenstücke kann man einfach nicht gut aufheben. Und ich fange einfach mal an, die Pinnatifida rauszureißen.
weil die ist hier zum einen schon auf das Hardscape aufgewachsen und da kann ich sie einfach runterziehen. Also einfach hier zum Beispiel abziehen, das geht ganz gut. So, dann haben wir richtig schöne Stücke und viel kann man einfach rausziehen, ohne dass sich der Bodengrund nur irgendwie bewegt. Man wird jetzt natürlich einiges am Bodengrund aufwirbeln, das ist aber nicht so schlimm, ich mache danach einfach einen großen Wasserwechsel. Die Fische machen das auch mit, in der Natur kann es auch mal Hochwasser geben, wo das Wasser dann auch ziemlich dunkel ist und ziemlich viele Sedimente aufgewirbelt werden. Natürlich ist es nicht so extrem gut für die Fische, also man sollte das jetzt wie gesagt nicht jede Woche machen, aber wenn man das so einmal im Jahr macht oder alle zwei Jahre oder jedes halbe Jahr, ist es, finde ich, kein Problem. Hier habe ich auch eine neue Pflanze und zwar einen Lotus, einen Gardnerianer, den habe ich von der Messe mitgenommen, von der Christel Kasselmann. Den werde ich hier auf jeden Fall auch drin lassen. Und hier habe ich eine Baclaya longifolia, auch so eine Knollenpflanze, was ich auch richtig cool finde. Da werde ich auch noch ein paar Blätter entfernen, die zu groß sind. Hier von Ranunculus, den ziehen wir auch mal raus, das ist auch schon fast zu viel. Kommt mal zur Seite und dann können wir nachher wieder was einsetzen, wenn wir irgendwie nichts mehr davon da haben. Die wächst richtig fest, die Biene, die Fieder, das ist echt krass. Aber jetzt ziehen einfach mal an und schauen, ziehen einfach mal alle Stücke raus. Aber sowas wie hier, das kommt dann einfach weg, weil sonst habe ich einfach zu viel und kann das sowieso nicht nutzen. Dann das hier ist die Hygrophila polysperma. Auch eine schöne Pflanze, auch ziemlich easy, also hat auch nicht so hohe Ansprüche. Schaut aber trotzdem richtig gut aus. Jetzt ziehe ich auch schon mal was an den Soil raus. Das mache ich einfach ein bisschen vorsichtiger, aber wenn ein bisschen Soil nach oben kommt, ist es auch nicht so schlimm. Ich habe ja in dem Aquarium kein Vulcano Mineral verwendet und das macht sich jetzt echt bezahlt. Das ist echt praktisch, weil sonst hat man hier weiter unten an den Wurzeln Vulcano Mineral hängen. Und weil ich hier relativ niedrig aufgeschüttet habe, also so 10-12 cm, braucht man das auch nicht. Also das macht sich jetzt echt bezahlt. Ich habe schon gewusst, dass ich vielleicht mal die Pflanzen austauschen werde. Und das ist echt praktisch. Und so wie man sehen kann, es wird gar nicht so viel Schmutz aufgewirbelt. So, hier haben wir ein Stück von der Baclaya longifolia. Die kommt mal zur Seite. Ich werde die auch einfach aufheben und wahrscheinlich gar nicht mehr reinsetzen, weil ich eh so viele schon habe. Die Pinna, die Fieder weckt sich ja richtig fest auf den Wurzeln. Und da werde ich sie auch zu einem abziehen und da wird wahrscheinlich was übrig bleiben und auf den Wurzeln drauf sitzen bleiben. Und das werde ich auch lassen, das kann dann schön klein kriechend einfach wieder nachwachsen, das schneide ich dann immer wieder zurück, dass es schön klein bleibt. Die setzen wir einfach nachher wieder ein, damit ich jetzt den ganzen Rest rausholen kann. Pinna die Fieder ist teilweise schon bis nach vorne gewachsen, bis vorne in den Soil. Da möchte ich sie ja nicht haben. Ich hatte hier Ein- und Auslässe mittlerweile hinten montiert. Das ändere ich aber jetzt wieder, weil ich jetzt hinten dann die Pflanzen haben möchte. Auch hier der Trident ist schon ein bisschen zu viel. Da reiße ich einfach ein paar von den Rhizomen raus und dann schaut er wieder besser aus. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den ganzen Rest rausgeholt habe, weil es sind noch viele Details, so viele kleine Stücke, was ich rausziehen muss. Ist aber eigentlich jetzt nichts Neues. Ich ziehe einfach überall was raus, schaue, dass ich nicht zu viel aufwirbel. Aber wie man sehen kann, ich habe schon eigentlich bis zur Hälfte oder das meiste komplett rausgerissen aus dem Boden und es ist trotzdem noch relativ klar. So, alle Pflanzen sind draußen. Hier meine Ausbeute, also ziemlich viel, man glaubt gar nicht, wie viel man aus seinem Aquarium rausholen kann. Diese Pflanze hier, die habe ich von Kevin von Aquadicted bekommen. Es müsste eine Aerocolon sein, aber ich weiß nicht genau welche. Ich werde ihn nochmal schreiben und fragen, was es genau war, aber die war ziemlich klein und ist jetzt richtig groß gewachsen. Und sonst sind hier einige Pflanzen, wo ich vielleicht einen Teil davon wieder einsetze, aber ich habe auch viele neue Pflanzen gekauft. Bevor jetzt aber Pflanzen reinkommen, muss hinten noch ein bisschen Soil rein, weil ich habe jetzt die ganzen Pflanzen rausgerissen und bei manchen hing ein bisschen Soil noch dran, nicht viel. Das fülle ich jetzt wieder nach, deswegen benutze ich doch nur den Powder Soil, weil das nur so 1-2 cm sind. Dann nehme ich einfach so einen Becher, lasse den langsam ins Wasser, lasse ihn langsam mit Wasser vollfüllen und dann streue ich den Soil rein und das möglichst sauber zu machen. Natürlich ein bisschen Dreck ist dann und ein bisschen Soil schwimmt. In dem Fall habe ich jetzt zum Glück keinen Sandbereich, weil sonst wäre das echt nervig, sehe ich gerade. Ich habe jetzt links und rechts hinten auch ein bisschen Bodendecke rausgerissen, so circa 5 cm.
weil ich dort auch Pflanzen einsetzen möchte. Es war ja zuerst eine Insel, dass die Seiten frei sind und die Mitte hoch, also so ein Hügel. Und das möchte ich jetzt ein bisschen ändern, und zwar möchte ich die Seiten hoch haben und in der Mitte niedrig, also so eine V-Form, dass die Seiten links und rechts abgedeckt sind. Ist auch ein bisschen was anderes. Dann kann man auch aus dem Inselscape mal was anderes bauen, dass es wieder ganz anders aussieht. Dann holen wir uns mal hier einen Kescher und keschern ab, ohne die Fische abzukeschern. Wenn das Ganze zu trüb wird und zu viel Schmutz aufgewirbelt wird, würde ich euch empfehlen, einen Wasserwechsel dazwischen zu machen. Am besten dann auch mit temperiertem Wasser. Bei meinem Fall, glaube ich, geht es. Also ich werde jetzt mal schauen, wie sich das Ganze so gleich verhält, aber ich glaube, es schaut ganz gut aus und ich kann mir den Wasserwechsel sparen und dann erst machen, wenn ich fertig bin. Dann kommen wir zu den Pflanzen. Ich habe überlegt, was ich machen soll. Ich wollte auf jeden Fall was Rotes haben, aber ich dachte irgendwie, Rhodalahara ist langweilig, das kennt man jetzt schon so oft und hat es schon so oft gesehen und hatte ich auch erst beim letzten Scape. Deshalb habe ich mir eine andere Pflanze ausgesucht, die auch rot wird und die ich selbst noch nie verwendet habe, glaube ich. Und zwar ist das Ludwigia lacustris. Die schaut jetzt hier noch bräunlich aus, aber sobald sie dann schön eingewachsen ist, wird sie richtig rot. Ich werde euch da mal ein Foto einblenden. Die ist auch schon submess gewachsen von Liquid Nature. Also auch richtig praktisch, kann man einfach einsetzen und verwurzelt fest und wächst einfach weiter und muss sich nicht wieder umstellen. Da habe ich drei Töpfe genommen, also für links und rechts. Ich werde die einfach aufteilen, dass ich dann insgesamt zwei gleich relativ gleich große Portionen habe, die ganz links und ganz rechts sind, was richtig rot ist. Und dann habe ich noch die Ludwigia X lacustris genommen. Das ist auch so eine ähnliche Pflanze, die aber nicht ganz so rot wird, sondern eher die obersten Blätter werden rötlich, aber es ist auch zum Teil grün. Also da bin ich auch gespannt, finde ich auch richtig cool. Und die kommt dann danach hin. Also zuerst die ganz rote und dann eben die hier. Da habe ich auch drei Portionen. Und dann noch Richtung Mitte, Rhodala peria. Also so sieht die dann aus, also ein roter Stängel und grüne Blätter. Man kann es jetzt gar nicht so gut erkennen. Hier ist noch eine zweite Portion, die ein bisschen größer ist und ein bisschen verwachsener. So stehen die meistens im Laden bei Liquid Nature und da kann man sich noch nicht so viel vorstellen. Und so in die Richtung schauen die dann aus. Ein bisschen halt schöner, jetzt sind sie schon ein bisschen zusammengedrückt. Aber die finde ich auch richtig cool. Die kommt dann so Richtung Mitte hin, weil die wird ein bisschen kleiner bleiben und nicht so schnell wachsen. Und die würde ich mir noch aufteilen, also aus der Portion wird dann in ein paar Wochen was richtig Schönes wachsen. Und dann wollte ich noch was Besonderes haben, und zwar eine Rhodala Sunset. Die finde ich auch sehr cool, die ist so richtig aufrecht, jetzt ein bisschen zerdrückt schon vom Beutel, aber nicht schlimm. Und die wächst sehr langsam. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo sie hinkommt. Also entweder kommt sie in die Mitte oder links und rechts. Ich glaube, ich setze sie in die Mitte, weil da wird sie, glaube ich, richtig schön werden unter dem Licht, wenn sie genau in der Mitte unter dem Licht sitzt. Dann fangen wir an mit der Ludwigia accurata. Die holen wir einfach aus dem Topf raus. Die ist noch nicht so gut verwurzelt in den Topf, deshalb geht das ganz gut. Und wir teilen uns die in ein paar Portionen auf. Ja, ich habe drei Stück, also eineinhalb pro Seite. Dann setzen wir die einfach ganz hinten rein. Das ist jetzt leider relativ schlecht zu sehen für euch, weil das Wasser noch ein bisschen trüb ist. Aber ich nehme da einfach eher einzelne Triebe sogar. Weil ich nicht so viel davon habe, muss ich sie einfach ein bisschen mehr aufteilen. Aber die wird dann auch relativ schnell schön nachwachsen. So, dann kommt die X lacustris. Zweite Portion. Dann die Rhodala peria. Da mache ich mir nicht zu hohe Portionen, die kürze ich ein bisschen. Die Fische balzen einfach. So richtig witzig. Die Nanostomus marginatus. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also geht es denen ganz gut? Das muss man halt immer ein bisschen beobachten, wenn man merkt, die Fische sind mehr an der Oberfläche und atmen schnell. Sollte man schauen, dass man vielleicht dann gleich mal einen Wasserwechsel macht. So, und in die Mitte kommt jetzt die Rhodala Sunset. Ich glaube, eine Portion reicht da vollkommen aus. Dann nehme ich die zweite und setze sie links und rechts an. Jetzt kommt noch hier die Plaklaia longifolia ran. Da ziehe ich auch noch das große Blatt weg. Und die kommt wieder hier dazwischen. So, und alles ist eingepflanzt. Jetzt mache ich gleich mal einen Wasserwechsel. Zuerst aber noch den ganzen Rest abkeschern. Und jetzt mache ich einen großen Wasserwechsel und schaue, dass ich so viel Schmutz wie möglich davon absauge, also viel aufwirbeln, damit wirklich der ganze Mulm oder das meiste vom Mulm wegkommt. Wenn wir schon dabei sind, machen wir noch schnell die Gläser und Auslässe sauber. Das geht eigentlich ziemlich einfach. Zuerst mal müssen wir unten noch zudrehen den Filter. Filter außen zudrehen, dann nehmen wir uns einfach mal In- oder Outflow raus. Ich habe den Schlauch so lang gelassen, dass ich den einfach rausziehen kann. Dann nehme ich ein bisschen Wasser, tropfe da was drauf auf den Schlauch, drücke den leicht drauf und wackel. Dann kann ich den langsam abziehen.
und dann kann ich hier am Eimer einfach die Gläser und Auslässe sauber machen. Ab und zu mal mache ich das auch mit Chlor, aber nur selten. Wenn sie wirklich so schmutzig sind, dass es nicht mehr weggeht, nur mit der Schlauchbürste. Dann, weil ich jetzt relativ viel umgebaut habe und viel aufgewirbelt habe, kommen jetzt auf jeden Fall noch Bakterien ins Aquarium. Special Blend kommt bei mir sowieso über jeden Wasserwechsel ins Aquarium. Und jetzt, weil ich viel gemacht habe, kommt noch Nitro 2 Starterbakterien rein. Da, wie es auf der Verpackung steht, 10 ml auf 100 Liter Aquariumwasser, also 6 ml, ein bisschen mehr ist auch nicht schlimm. Das mache ich jetzt noch die nächsten Tage am Anfang, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Dann kommt noch Special Blend, das stinkt ziemlich, aber es sind richtig gute Bakterien, die dafür sorgen, dass das Aquarium einfach stabiler läuft. Es kommt einfach ein bisschen was rein. Das mache ich immer beim Wasserwechsel. Weil ich jetzt die Fische ziemlich gestresst habe, kommt ein bisschen Liquid Humin ins Aquarium. Das sind Huminstoffe. Die schwärmen jetzt das Wasser ein bisschen ein. Da kommen nur ein paar Tropfen rein. Und die sorgen einfach dafür, dass die Fische bessere Schleimhäute regenerieren können. Ich blende euch jetzt Aufnahmen ein, wie das Aquarium in ein paar Tagen aussieht. Und irgendwann in Zukunft wird es auf jeden Fall ein Update zum Aquarium geben. Heute stelle ich euch mein ADA 60P vor. Ist ein Aquarium im Nature-Style und ich habe das circa vor 9 bis 10 Monaten eingerichtet. Anfangs war es noch ein bisschen anders. Ich habe dann vor 3 Monaten die Stängelpflanzen im Hintergrund ausgetauscht. Das war vor allem deswegen, weil ich anfangs das Aquarium relativ easy gestartet habe. Mit einer relativ schwachen Lampe und ich habe nur Pflanzen benutzt, die relativ einfach sind und auch mit wenig Licht auskommen. Dann nach ein paar Monaten habe ich die Lampe ausgetauscht gegen die Skylight Hyperbar. Die Lampe finde ich richtig gut. Ist aktuell mein Favorit, wenn es um Balkenlampen geht und vor allem Lampen bis 60 cm. Und da habe ich mir gedacht, jetzt wo ich mehr Licht habe, kann ich ja auch andere Pflanzen verwenden. Deshalb habe ich die ganzen hinteren Pflanzen rausgerissen und neue Pflanzen eingesetzt. Dazu habe ich auch ein Video gemacht und euch gezeigt, wie ich das Ganze gemacht habe. Und das ist jetzt circa 3 Monate her und so sieht es heute aus. Noch kurz zum Setup, das ist ein ADA 60P, ein richtig schönes Weißgas-Aquarium, 60 breit, 36 hoch und 30 tief. Unter Schrank ist ein Liquid Garden Premium Cabinet. Filter habe ich einen Oase Biomaster 350 mit Glasein- und Auslässen und ca. 1 Liter Matrix als biologischen Filtermedium. Dann habe ich noch einen EHAM-Skimmer, um die Oberfläche schön zu halten. Dann noch einen Twinster M5, um die Keimdichte und die Algensporen im Aquarium zu reduzieren. Und als Hintergrundbeleuchtung habe ich noch einen Light Ground. So, ich nehme euch einfach jetzt hier mal in die Hand, um euch alles genauer zu zeigen. Zu den Pflanzen im Vordergrund habe ich Leopsis brasiliensis und Marcellea crenata oder Minuta heißt es ja mittlerweile. Hat sich richtig gut entwickelt, ist eine coole Mischung. Und nach hinten habe ich und auch zwischendurch Marcellea hirsuta. Ich glaube, das müssten die größeren Blätter hier sein. Das habe ich auch noch so reingemischt. Dann Krypten, die sind zum Teil ein bisschen zu groß mittlerweile schon. Ich habe hier die Kryptokönne Albida Brown. Könnte man die größten Blätter auch wieder mal abzupfen, aber finde ich, sticht auch so ganz cool raus. Habe ich hier nochmal. Und dann habe ich hier die Nuri. Ich glaube Rose Maiden Nuri heißt sie. Und die finde ich auch sehr schön. Hat so ein richtig schönes Muster. Gefällt mir auch richtig gut. Wieder auch ein bisschen größer. Auch hier auf der Seite. Dann habe ich auch noch in den Übergang Ranunculus. Sieht man hier zum Beispiel. Habe ich immer noch so ein bisschen verteilt. Und sollte überall ein Übergang sein. Ja, hier sieht man es auch ein bisschen. Sind aber immer nur so einzelne Triebe, die versuche ich eher klein zu halten und weniger davon zu haben. Dann als Aufsetzerpflanzen habe ich zum einen den Trident Farm. Hier ein bisschen was und hier ein bisschen was. Hier ist es auch so, dass ich immer wieder die älteren Blätter abzupfe beim Wasserwechsel, damit er einfach nicht zu groß wird. Dann habe ich noch ein paar Buzzephalandras. Hier die Brownie Blue, glaube ich, war das.
und auch hier auch nochmal. Ich hatte anfangs auch die Simbu Brown eingesetzt, auch schon aus einem laufenden Aquarium, aber die hat sich aufgelöst und ist einfach nicht wiedergekommen. Also die ist mittlerweile komplett weg. Dann eine weitere Pflanze, die ich zuerst im Hintergrund hatte, war die Pinnatifida. Hygrophila Pinnatifida. Die ist mittlerweile nur noch als Aufsetzerpflanze in den Aquarium. Das ist auch die UK, also eine bisschen andere Form. Und die habe ich jetzt überall noch auf die Wurzeln als Aufsitzer. Hatte ich hier zuerst als Stängelpflanze im Hintergrund, habe ich aber dann komplett rausgezupft und ein bisschen was ist auf den Wurzeln geblieben und das breitet sich immer wieder mal aus und da muss ich die größten Triebe abzupfen. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch die ein oder andere Pflanze vielleicht vergessen, aber ich versuche euch alle zu zeigen. Eine Pflanze, nach der ich immer wieder gefragt werde, ist diese rote hier mit den länglichen Blättern und das ist die Blacklia longifolia, eine Knollenpflanze. Die habe ich auch schon richtig oft ausgedünnt, weil die relativ groß wird, also die Blätter hier sind noch nicht komplett ausgewachsen, also ich nehme da auch immer die größten Blätter weg. So bei jedem Wasserwechsel 2-3 Blätter, damit die ein bisschen kleiner bleibt. Aber die finde ich auch richtig schön, gibt es immer wieder mal bei Liquid Nature, nicht immer, aber ab und zu. Dann habe ich hier auch noch eine bisschen seltenere Pflanze und zwar Nymphaea gardneriana, so ein kleiner Lotus, der so Ausläufer bildet. Ich glaube, ich habe letztens hier hinten, den sieht man jetzt leider nicht mehr, hier hinten war letztens auch schon ein Teil davon. Also hat sich der irgendwie hier komplett verteilt nach hinten. Und hier vorne ist auch ein kleiner Ausläufer. Der wächst auch eher so kriechend bei mir. Aber finde ich auch ganz cool. Vor allem, weil der auch richtig klein ist im Vergleich zu jetzt so einem Tigerlotus. Dann habe ich hier noch im Übergang, kann man es nicht ganz so gut erkennen, Rhodala Sunset. Habe ich auch noch hier. Hier ist ein bisschen höher gewachsen schon. Ein Rhodala Sunset geht hier fast ein bisschen unter, weil da immer so viele andere Stängelpflanzen sind, was die überwuchert. Deswegen bekommt die leider nicht so viel Licht, deswegen lasse ich sie auch ein bisschen höher wachsen, damit die nicht komplett untergeht. Wenn wir schon bei Stängelpflanzen sind, glaube ich, sehen wir von oben fast besser. Da habe ich Ludwiga arcuata. Daneben, was ich jetzt letztens erst zurückgeschnitten habe, ist die Ludwiga lacustris. Ganz hinten ist die Ludwiga palustris, also noch eine Ludwiga. Und hier in der Mitte habe ich Rhodala Bangladesh, wenn ich mich jetzt nicht irre. Auch eine richtig schöne Pflanze, gefällt mir sehr gut. Aktuell dünge ich ein bisschen mehr, also zum Dünger komme ich vielleicht noch gleich dann. Aber aktuell sind die Pflanzen nicht so rot, weil ich schon ein bisschen mehr Makros dünge. Und da werden die Pflanzen dann oft nicht so rot. Also die Blackleia natürlich wird richtig rot. Die Ludwiga palustris könnte auch rötlicher sein. Und auch die anderen Ludwiga sind jetzt nicht so extrem knallrot, müssen sie aber auch nicht sein, dafür schauen sie als richtig gesund aus. Zum Fischbesatz hat sich nicht so viel geändert zum letzten Video. Zum einen die Fleckenbarben, die sind auch richtig cool, sind jetzt gar nicht mehr so scheu wie am Anfang, sind natürlich schon immer ein bisschen mehr im Dickicht, aber das ist auch nicht schlimm. Die schauen jetzt mittlerweile so aus, auch richtig schöne Fische und gefallen mir sehr gut. Dann habe ich irgendwo, müssen sie sein, wahrscheinlich jetzt gerade hinten, kann man nicht so gut sehen, hier hinten im Dickicht sind gerade die Nonostomus marginatus. Auch glaube ich so 5-6 Stück, was ich hier mal eingesetzt habe. Und hier hinten ist einer der zwei Honiguramis, wo ich glaube ich aktuell zwei Männchen habe. Also ich habe zwei gekauft, die waren noch relativ jung, da konnte man noch nicht so gut sehen, ob es das Männchen oder Weibchen sind. Aber es müssten zwei Männchen sein. Aber bis jetzt hat es auch ganz gut funktioniert, ich werde wahrscheinlich noch die Gruppe dann vergrößern. Beziehungsweise wenn ich sie dann umsetze, noch ein Weibchen dazu kaufen, wenn ich eins finde. Zwei Fische sind dazu gekommen. Ich glaube, den einen werde ich euch wahrscheinlich schwer zeigen können. Ah, doch hier, oh, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, da müssten, oder da sind, Dario Black Tiger. Hier, oder sieht man das? Hier hinter den Pflanzen sieht man ein Weibchen. Da habe ich so eine Fünfergruppe, Dario Black Tiger in den Aquarium. Hatte ich auch in einen anderen und habe sie dann einfach rübergesetzt. Oh, ich glaube, diesen, ja, hier sieht man einen, ein Männchen, richtig schönes. Sieht man immer wieder mal, so wie hier zum Beispiel, sind richtig coole Fische, ganz kleine Barsche. Und wahrscheinlich habt ihr schon gesehen, noch andere Schwarmfische, so einen Danio Axelrodi. Da habe ich auch die Gruppe von den anderen Aquarium in das hier gesetzt. Sind jetzt mittlerweile gar nicht mehr so viele, ich glaube so um die 7 Stück müssten noch da sein, waren glaube ich mal 10. Aber ist halt auch immer so, dass irgendwann mal Fische sterben, leben ja auch nicht ewig. Ansonsten habe ich noch Garnelen in den Aquarium, Amano-Garnelen und Green-Jade-Garnelen. Das sieht man auch gerade weniger, aber da sind auf jeden Fall auch noch einige drinnen. So läuft das Aquarium relativ problemlos und pflegeleicht. Ich mache so einmal die Woche, oft auch eineinhalb Wochen, einen Wasserwechsel. Das einzige Problem, was ich habe, sind ein paar Pinselalgen. Ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht schon gesehen habt. Hier auf der Wurzel sind ein paar. Ich habe die auch letztens erst eingenebelt mit Easy Carbo.
deshalb sind manche auch ein bisschen weißlicher, aber hauptsächlich hier auf den Wurzeln sind immer wieder ein paar Stellen, wo ein paar Pinselalgen dran sind. Das ist jetzt nicht extrem viel und es stört mich jetzt auch nicht so extrem. Und auch hier so an den Spitzen von der Krypte sind auch immer wieder mal so kleine Pinselalgen. Es ist halt im Großen und Ganzen ziemlich clean und halt nur ein paar Pinselalgen so an den Wurzeln, da wo man sie ganz gut mit Easy Carbo einpinseln kann oder einnebeln kann. Und sonst halt so auf ganz wenigen Pflanzen, auch auf dem Trident, sind immer wieder auf den Spitzen kleine Büschel. Aber es hält sich echt in Grenzen. Zum Thema Düngung mache ich so wie bei fast jedem meiner Aquarien, dass ich Masterline 1, 2 und Carbo benutze. Ich habe anfangs relativ wenig gedüngt, so alle 2 Tage 1 Milliliter Masterline 2. Das hat auch die meiste Zeit richtig gut funktioniert. Und von Masterline 1 nur so alle, ja, einmal die Woche vielleicht 1 Milliliter, also von Eisenvolldünger. Und Masterline Carbo 1 bis 2 Milliliter pro Tag. Und das hat relativ lange gut funktioniert. Bis auf das, dass dann irgendwann die Pinselalgen gekommen sind. Das war aber nicht von Anfang an, sondern erst so seit einem Monat circa. Ich habe dann jetzt angefangen, den MPK-Dünger zu erhöhen. Also benutze ich jetzt so 1 Milliliter Masterline 2 am Tag und noch 1 Milliliter von Nitratdünger noch zusätzlich. Einfach um die Pflanzen noch so ein bisschen zu boosten, damit die Pflanzen ein bisschen besser wachsen und dadurch vielleicht die Algen ein bisschen mehr verdrängen. Hat bei meinen 120p jetzt auch schon ganz gut funktioniert, dass die Pinselalgen nicht mehr werden und eher zurückgehen. Aber natürlich ist es immer so ein bisschen ein Hin und Her. Dann ist es wieder vielleicht auch eine Phase, wo ich ein bisschen weniger Zeit habe und nicht jede Woche einen gründlichen Wasserwechsel mache. Und dann merke ich es auch, dass das Aquarium halt nicht so gut aussieht, wie wenn ich jede Woche einen Wasserwechsel mache und versuche, so viel Mulm wie möglich rauszuholen. Weil wenn ich das wirklich dann wieder für 1-2 Monate durchziehe bei meinen Aquarien, dass ich jede Woche einen Wasserwechsel mache, jede zweite Woche, jede dritte Woche den Filter reinige, zumindest den Vorfilter und so alle 1-2 Monate den Filter komplett, dann merke ich einfach selber, dass die Aquarien viel besser aussehen. Natürlich gibt es auch Wege, wie man das anders machen kann, aber bei so einem Aquarium, wie ich es hier habe, mit sehr vielen Pflanzen, sehr viel Hardscape, sehr starkem Licht, ist das, finde ich, einfach der beste Weg, zumindest habe ich damit die besten Erfahrungen gemacht. Was den Pflanzenwuchs angeht, passt auch alles, also was ich noch machen könnte, damit es besser wird, ist immer wieder die größten Blätter von den Krypten rausziehen. Das mache ich zum Teil, aber auch nicht so regelmäßig. Auch die älteren Blätter, wo die Spitzen so kleine Büschel von Pinselalgen haben, wenn ich die einfach beim Wasserwechsel rauszupfe und absammle, dann sieht das auch gleich viel besser aus. Stängelpflanzen im Hintergrund muss ich jetzt ein bisschen öfter schneiden, wo ich mehr dünge. Also so circa alle 3 Wochen muss ich die Stängelpflanzen im Hintergrund schneiden. Und da ist es auch so, dass ich zum Beispiel die Rhodala Sunset ein bisschen besser freischneiden könnte, damit sie ein bisschen besser wächst. Aber ich bin so mit den Stand jetzt auch sehr zufrieden.